Hallo Leute, sorry, ich muss erstmal checken. Mein Dings hier anhaben. Sorry. Hallo, willkommen zu einem YouTube-Livestream. Warte mal, ich bin ein bisschen verwirrt, weil der Chat hier ist. Ich brauche den Chat eigentlich da, aber kann ich das irgendwie Chat im neuen Fenster öffnen? Perfekt, ja, hier. Hallo, was geht? Willkommen. Okay, warte mal. Ich habe natürlich jetzt den Chat nicht hier eingebunden. Dann kann das eigentlich weg. Und Alerts gibt's auch nicht. Das auch nicht. Hä? Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Okay. So, basically so erstmal. Ist natürlich auch alles andere. Normalerweise streame ich auf... Du heilst etwas? Immer noch? Also ist es anders als sonst? Nee, war ich. Ach so, okay. Okay. Haben wir schon Sorgen gemacht. YouTube-Szene auf OBS? Ja, muss man noch, sich nochmal einrichten. Aber da hatte ich keine Zeit. Aber es ist auch einfach alles anders. Weil hier muss man irgendwie, wenn man im OBS Stream starten drückt, muss man hier im Stream, also auf YouTube nochmal Livestream starten drücken. Also man muss zweimal den Stream starten. Das habe ich gerade nicht gecheckt. Wir haben halt keine Alerts, Stefan. Ich habe keine Kanaldinger eingestellt. Ich weiß gar nicht, Top Chat funktioniert auch nicht. Also es gibt nichts, was man mit Stream Elements machen könnte aktuell auf YouTube. Hallo Tofum, hallo Sternchen, hallo. Erstmal hallo an alle. Hallo Lea, hallo Maya, hallo Stefan, hallo Argentina. Hallo ein koreanischer Name. Hallo Kata, hallo Nika, hallo Josephine. Tofumi Shmomi, Diamond Let's Game, hallo, was geht's, Svea, hallo, freut mich, dass so viele von Twitch auch dabei sind. Akizara Nara, hallo, willkommen. Alles hier provisorisch, alles sehr provisorisch, aber ich meine, wenn uns YouTube-Streams gefallen, kann man überlegen, ja einmal die Woche auf YouTube auch zu streamen. Judith, hallo, Prinzessin Cat, Kingsley, was geht, Shadow TV, Christiane, Jana, Evergreen, so viele neue Namen aber auch hier, Halinchen, Alinchen, hallo, willkommen. Goldi natürlich, Liana, Jana, hallo, Gatto, Manja, hallo, willkommen. Ich merke übrigens, wenn ihr öfters ja hallo schreibt, ne? Ich merke mir das. Also ich merke mir nicht jeden Namen, aber ich habe da ganz gutes, das kann ich mir merken, wenn ihr das... Judith, du hast jetzt schon 5-mal hallo geschrieben. Hallo, ich grüße dich auch. Luisa, hallo. Tofumi, du bist jetzt auch schon das 2. Mal. Und die 1000 anderen Katas. Alle Katas sind hier auf jeden Fall willkommen. Die Anonyme, hallo. Arno, hallo. Toru, hallo, willkommen. Zack, was geht? Hintergrundmusik ist ein bisschen laut. Das können wir ändern. Bei mir ist es nämlich leise. Passt es so? Er soll natürlich nicht zu laut sein. So. James, hallo, willkommen. Lilly, Barry, was geht? Einfach Daniel, Jenny, Loriana. Alles Laura, hallo, Steffi, Vanessa, hallo, willkommen, Nicole, so ist besser, okay, sehr gut. Ja, wir spielen heute mal, sorry Mini, ist okay. Hallo Bamboni, Antonia, wer sonst? Ach, das ist dein YouTube-Account. Ist auch interessant zu wissen, also sonst streame ich ja auf Twitch, ist interessant zu wissen, wie die YouTube-Accounts von einigen Leuten heißen, weil ich lese ja auch mal gerne eure Kommentare. Ah, hier ist eine Fruchtfliege oder so. Und dann kann man auch so ein bisschen die Usernames zueinander zuordnen. Hallo, Emmy. Wie kommst du, dass du wieder Animal Crossing spielst? Animal Crossing New Leaf meinst du wahrscheinlich? Falls du mein neues Video noch nicht gesehen hast, da habe ich das erklärt. Aber ich kann es kurz zusammenfassen. Also wir haben schon lange geplant. Ich möchte für YouTube so einen kleinen Zusammenschnitt machen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Videos von Schneili gesehen habt, einem anderen YouTuber. Ich habe 10 Tage in Animal Crossing New Horizons gelebt. Das war eine coole Videoreihe, die er gemacht hat. Also hat basically, es ist klar, ein Mini-Let's Play, das zusammengeschnitten ist, aber halt Tag für Tag, und er hat immer erzählt, was er an den Tagen gemacht hat. Und das war eigentlich ganz interessant zu sehen, und ich dachte mir, hey, das welche würde ich auch für Animal Crossing New Leaf machen, gerade weil man Animal Crossing New Leaf super viel erfahren kann. Also, weil
jeden Tag passiert halt wirklich was Neues, wenn man nicht spult. Nach 10 Tagen hat man, glaube ich, den Friseur freigeschaltet, dann kommt der Schubert irgendwann dazu. Ich glaube, Schubert vor Friseur, dann kommt der irgendwann hier der Steg dazu mit Captain und der Insel. Warum kein dummer Bock hat Blind-Videos von dir? Das ist Schneili, ne? Das war ja vorher. Genau, und das wollte ich halt für YouTube machen und ich dachte mir, warum streame ich das Ganze nicht live für die Leute, die da jetzt schon zuschauen wollen. Das mache ich aktuell auf Twitch und heute machen wir es auf YouTube. Wir sind jetzt Tag 4, glaube ich schon. Wir haben aber noch nicht die Zustimmungsrate. Ich zeige euch gleich meine Bewohner. Spoiler, die sind alle hässlich. Also ich habe echt nicht die Glückslotterie gezogen mit meinen Bewohnern Animal Crossing New Leaf. Aber ich habe ja alle Amiibo-Karten. Sorry, der Flex muss sein. Deswegen können wir eigentlich entscheiden, wen wir auf unsere Stadt, nicht auf unsere Insel, in unsere Stadt ziehen lassen. Jetzt, das war so eine Umgewöhnung mit Animal Crossing New Horizons Insel zu sagen, auf die Insel ziehen. Ich habe immer in die Stadt ziehen noch gesagt. Jetzt muss ich wieder umgewöhnen auf in die Stadt ziehen. Hilfe. Explizites Bewohnermobbing. Nein, nein, nein. Okay, ich muss sagen, wir haben... Okay, ich spoiler noch nicht. Wir haben einen Bewohner dabei, der ist halt schon... sehr ranzig, aber irgendwo ist er auch schon wieder iconic, also mal schauen. Vielleicht behalten wir ihn auch noch. Unser quotenranziger Bewohner dann. Jasmin macht insgeheim beim Ugly Villager Contest mit. Oh ja. Dafür habe ich mich beworben. Katastrophal hier, hab ein paar... Ah, true, so hieß es auch früher auf Twitch. Hab ein paar Videos angeschaut zu deiner Frage, was du sonst so an Videos machen kannst. Wäre sowas wie ein Outfit erstellen wie Charakter XY was für dich? Meinst du so auf Instagram oder warte mal, auf was beziehst du dich genau? Aber sowas finde ich eigentlich cool. Meinst du in Animal Crossing oder in Real Life gerade? Koreanischer Name, ich weiß nicht, wie ich dich aussprechen soll, aber Dankeschön. Hallo Tamara, willkommen. Seit einem Monat habe ich Hilde ungewollt und sie will nicht wegziehen. Weiß man, wie Bewohner schnell wegbekommt? In Animal Crossing New Leaf... Oh Gott, Leute, das Ding ist halt... Animal Crossing New Leaf ist jetzt 10 Jahre alt auch geworden. Deswegen haben wir jetzt auch damit gestartet. Vor ein paar Tagen, am 14. letzte Woche, wurde Animal Crossing New Leaf 10 Jahre alt. Und ich bin leider eine sehr vergessliche Person. Ich habe sehr viel Zeit in dieses Spiel investiert. Ich habe eine ganze Guide-Seite zu diesem Spiel gemacht. Aber ich habe auch schon wieder voll viel vergessen. Ich muss es halt alles wieder nachlesen, aber wenn ich mich kurz erinnere, wie hat mein Bewohner ausziehen in Animal Crossing New Leaf? Ging eigentlich nicht. Also es konnte man... Gab es da einen Trick? Also wenn ein neuer Bewohner eingezogen ist, konnte man den Bewohner-Trick theoretisch machen. Den können wir sogar probieren heute, aber das ist, ich finde, das dauert immer sehr lange. Aber wir könnten den Bewohner-Trick theoretisch probieren, Leute. Manche Leute glauben ja gar nicht, dass er funktioniert, aber der funktioniert. Ansonsten halt nur mit Amiibo-Karten, ja. Mit Amiibo-Karten geht's, aber so. Ja, eine Nintendo Direct wird angekündigt. Habe ich jetzt gerade vor dem Stream noch gesehen. Meine Predictions für die Nintendo Direct, wir schauen uns die morgen auch an. Wollt ihr die Direct Reaction hier auf YouTube direkt vielleicht auch? Oder auf Twitch? Ich glaube, auf YouTube ist es sogar vielleicht smarter, die Direct anzuschauen. Weil ich es dann direkt als YouTube Reaction hochladen kann. Fashion Dreamer, true! Hallo Mistress of Bats. Fashion Dreamer wurde ja auch noch angekündigt. Auch für dieses Jahr, oder? YouTube bitte. Wie früh ist sie eigentlich? 16 Uhr, glaube ich. Direction hier und danach kann man ja auf Twitch weiter streamen. Das wäre natürlich easy. Ja, das wäre halt echt easy. Also Direction und dann ist der Stream zu Ende. Dann kann ich es auch direkt als, ist halt quasi direkt als Video hochgeladen. Und ich muss nichts machen. Und dann kann man auf Twitch weiter streamen und nochmal da weiterspielen, ja. Das klingt gut. Ja. Ja, um 16 Uhr, oder? Ich bin mir gerade selbst nicht sicher. Ich habe nur ein Video von Domtando, dem guten Domtando, gesehen, bevor ich jetzt den Stream gestartet habe. Weil ich war eben gerade noch in einem Call. Nintendo. Ich habe noch gar. Ich sehe das normalerweise immer durch Tweets. Falls Nintendo. Ja, 16 Uhr morgen. 40 Minuten. Pikmin. Livestream dabei. Es geht hauptsächlich um Nintendo Switch-Spiele, die dieses Jahr erscheinen. Auch neue Details zu Pikmin 4 sind enthalten. Eigentlich könnten wir so ein geiles Bingo machen. Es gibt ja auch so Bingo-Karten, die man im Internet erstellen kann. Da kann halt jeder so seine eigenen Predictions reinschreiben. Und dann können wir so ein Bingo nebenbei machen. Das wäre eigentlich auch funny. Pikmin 4 hyped. Stefan ist hyped für Pikmin 4. Ich gönn's dir auch. Ich bin mal gespannt. Vielleicht überzeugt mich ja die Direct noch. Aber meine Predictions für die Direct... sind. Auf jeden Fall, ja, Pikmin, obviously. Vielleicht wird auch nochmal Story of Seasons gezeigt.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Das kommt ja nächste Woche am Dienstag. Da kommt übrigens den nächsten Tag auch ein cooles Video. Was sind Productions? Predictions ist ein englisches Wort für... oh Gott, ich bin so im Denglisch drin. Predictions ist, wenn du etwas vorhersiehst. Deine Vorhersagen. Vorhersagen oder deine Vermutungen für die Nintendo Direct, was drin vorkommt. Vorhersagen, ja. Hallo Juli. Was gibt's denn noch dieses Jahr, was rauskommt für die Switch noch? Fae Farm? Ich sag immer Fae Farm, aber es heißt Fae Farm. Fae Farm kommt jetzt im September. Ich denke mal, es wird auch nochmal in der Nintendo Direct gezeigt, auf jeden Fall. Ist ja auch ein Vollpreistitel, AAA-Titel, 60 Euro, Leute, was echt ein bisschen frech ist. Fantasy Life könnte gezeigt werden. Ja, true. Das wären so meine Hyped-Spiele, aber es wird, ihr wisst, bei Nintendo Direct wird auch oftmals Zeug gezeigt, was nicht so interessant ist. Hallo Cookie, willkommen. Vielleicht noch weitere Ende. So, oh, Nintendo Switch Online hat jetzt auch das alte Harvest Moon hinzugefügt. Ist Direct eine neue Konsole? Muss nicht sein. Also wenn eine neue Konsole angekündigt wird, wird es wahrscheinlich auch über eine Direct funktionieren. Also angekündigt. Aber die haben halt geschrieben, hauptsächlich Nintendo Switch-Spiele, die dieses Jahr erscheinen. Hauptsächlich. Also es kann auch... Ich denke aber nicht, dass sie eine neue Konsole einfach so in der Direct droppen. Da werden die wahrscheinlich eine extra Direct machen oder so. Und ich denke, eine neue Konsole, da das Mario Kart DLC noch bis Ende des Jahres geht... denke ich mal, dass erst nach, also im nächsten Jahr eventuell eine Konsole angekündigt wird, ist meine Prediction, aka Vorhersage. Muss natürlich nicht stimmen. Ich würde mich freuen. Tomodachi 2 wäre ein Traum. Aber ich habe so das Gefühl, ich glaube, Nintendo macht kein Tomodachi Live mehr. Weil da haben wir letztens schon drüber geredet. Die waren ja damals richtig in der Kontroverse, weil in Tomodachi Live durfte man ja nur, also keine gleichgeschlechtliche Beziehung eingehen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Nintendo da einfach sehr verklemmt und altmodisch noch ist. Weil, actually, ich kenne kein Spiel, bei was von Nintendo produziert ist, aber vielleicht irre ich mich auch, die, wo die halt gleichgeschlechtliche Beziehungen thematisieren überhaupt, oder? Hallo Nisa, was geht? Hallo Ceruel, habe ich eben gerade auch nochmal gesehen. Also Story of Seasons und so ist ja nicht von Nintendo selbst. Fae Farm auch nicht. Aber ja, es wäre cool. Aber wenn sie ein neues Tomodachi Live einführen würden, müsste auf jeden Fall, müssten gleichgeschlechtliche Beziehungen möglich sein, sonst geht das nicht. Das geht sonst gar nicht. Das würde halt Nintendo übelst gecancelt werden. Ist eigentlich schon eine Frechheit, dass sie damals 2013 das nicht zugelassen haben, beziehungsweise nicht die Option offen war dafür. Ja. Gerade im Pride Month. Das wird auf jeden Fall nicht gehen, das so anzukündigen. Sternchen, ich grüße dich auch nochmal. Ich habe dich aber auch schon gesehen. Hallo, hallo. Ein Hallo natürlich an alle. Hallo Jana, hallo Mette. Birdo und Yoshi so indirekt, oder? Ja, ja. Hm. Live by You, was ist das denn für ein Spiel? Heute kein Twitch. Heute gibt's einen kleinen YouTube-Stream. Hallo Jamiro, willkommen. Guten Tag, hallo Katrin, Redfire Yoshi, hallo Hona. Wann machst du auf YouTube wieder Shiny Reef-Umbau? Ich habe literally, also sehr viel Material von Shiny Reef-Umbau aufgenommen in meinen Streams. Ich glaube, ich habe fast 7 Stunden Videomaterial zu so einer einen diagonalen Straße, die ich gebaut habe. Ich muss mich halt nur daran setzen, dieses 7 Stunden Videomaterial in ein 20-minütiges Video zu schneiden. Kannst dir vorstellen, dass das ein bisschen anstrengend sein kann. Deswegen, ich habe Videomaterial und ich will es auch schneiden. Es kommt auch bald. Ich muss nur die Zeit finden. Weil ich sage euch, das ist gar nicht so einfach. Ich bin super langsam, was Videoschneiden angeht. Vor allem bei 7 Stunden Videomaterial muss man ja auch fast... Man muss nicht wirklich alle 7 Stunden schauen, aber man kann es ein bisschen vorspulen. Aber es ist halt schon... Man sitzt da mehr als 7 Stunden auf jeden Fall dran. Ja, ich trinke gerade Matcha. Upsi. Das ist mein neues Lieblingsgetränk. Matcha-Eislatte. Ich bin ein bisschen süchtig danach geworden. Ich trinke das jetzt als mein Kaffeeersatz fast. Und ist einfach erfrischend. Gerade ist es so warm hier in diesem Zimmer. Übrigens, ich bin umgezogen. Ich wohne in Berlin. Für die Leute, die mich vorher schon verfolgt haben. Ich habe vorher in Hamburg gewohnt. Das ist jetzt mein Streamingzimmer hier. Es ist noch nicht fertig eingerichtet. Ich habe ein paar Pflanzen in den Hintergrund gestellt. Das macht das Ganze ein bisschen schöner. Ich muss leider die ganzen Gardinen immer zumachen, weil sonst das Licht so ein bisschen komisch von der Seite kommt. Aber ja. Und mit dem PC hier im Zimmer staut sich die Hitze immer ganz schön auf. Deswegen ein kaltes Getränk tut ganz gut. Sieht toll aus, Dankeschön.
Hallo Familie Schmidt Playmobil, willkommen. Freue mich, wenn deine Videos angezeigt werden. Ich freue mich, wenn ihr auf meine Videos draufklickt. Wir spielen heute Animal Crossing New Leaf. Genau. Haut nochmal aber eure Predictions für die Nintendo Direct raus. Ich bin mir gerade selbst nicht so ganz sicher, was denn alles kommen kann. Ich denke mal, es wird... ein Zelda-DLC könnte kommen. Zelda-DLC. Habt ihr denn Zelda gespielt? Wer von euch hat Zelda Tears of the Kingdom gespielt? Zelda Twilight Princess oder Wind Waker, schreiben die Leute unter dem Tweet. Das wäre auch cool. Mario, welcher Mario? Ja, Stream bleibt online, Jorik. Der Stream bleibt, aber du musst ihn dann unter den Reiter Livestreaming, glaube ich, suchen. Mario Kart Welle 5, Zelda DLC, Splatoon DLC, maybe was zu Mario. Ich habe passiv mit dir gespielt. Also, während ich gespielt habe, hast du auch gespielt oder du hast mir zugeschaut? Viele denken, dass ein neues Animal Crossing kommen soll. Ich denke nicht, Leute. Also, das ist eher unwahrscheinlich. Hallo Lea, du hast Zelda gespielt? Ja, ich bin noch nicht durch. Ich hab's noch nicht durchgespielt. Tears of the Kingdom DLC wäre aber viel zu früh. Könnte, also die würden es ja nicht direkt droppen, sondern halt in ein paar Monaten, aber ankündigen halt. Ich denke, ankündigen wäre noch okay. Hallo Brian, willkommen. Ja, bezüglich Animal Crossing New Horizons. Leute, ich kann euch immer sagen, was meine Meinung dazu ist. Ich finde es sehr schade, dass Nintendo da keine Updates mehr zumacht und das jetzt einfach nur noch so liegen lässt. Ich meine, wir haben coole Updates bekommen, vor allem im November 2021 mit dem 2.0-Update. War schon sehr, sehr, sehr cool und ist natürlich schade, dass jetzt nicht regelmäßig Updates kommen, aber Nintendo hat Animal Crossing halt nie als ein Game-as-a-Service-Spiel geplant. Das heißt, sie haben nie geplant, das Spiel wie Sims zum Beispiel regelmäßig mit Erweiterungen oder Updates zu füttern. Es war immer so, dass Animal Crossing bisher einfach nur ein Spiel war, das da war und das dann einfach auch keine Updates bekommen hat. Ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft Nintendo das System, was Animal Crossing angeht, nochmal überarbeitet und vielleicht echt sagt, ey, in Animal Crossing kommen jetzt einfach regelmäßig Updates, die vielleicht auch was kosten, wie vielleicht DLC-mäßig. Aber das weiß ich nicht. Auf jeden Fall denke ich, dass das nächste Animal Crossing erst, nachdem die neue Konsole angekündigt ist, ein Jahr danach kommen wird. Das ist meine Prediction. Aber muss natürlich nicht sein. Andererseits haben wir auch schon mal überlegt, Animal Crossing New Horizons ist ja so hart abgegangen, durch die Corona-Zeit auch, dass sich viele Leute extra für Animal Crossing auch unter anderem eine Switch gekauft haben. Und Nintendo das ja weiß, dass ein guter Titel gerade am Anfang vom Launch einer neuen Konsole sehr viel wert ist. Deswegen, also das wäre natürlich the dream, wenn die neue Konsole kommen würde und direkt als Launch-Titel, also wenn die Konsole droppt, direkt ein neues Animal Crossing dabei wäre. Damals war das ja Zelda Breath of the Wild. Aber das wäre natürlich, ist ja eher Wunschdenken. Wunschdenken, als dass das wirklich passieren wird. Und man weiß auch noch nicht, wann die neue Konsole kommt oder überhaupt. Ich denke überhaupt, es wird überhaupt eine kommen, aber man weiß nicht wann. Hallo Tino, was geht? Willkommen Vanessa natürlich auch. Hallo Frogs, hallo Hi. Kannst du deinen Freundeskreis kurz sagen, meine Freundesliste ist leider voll seit gefühlt 2 Jahren. Ich sag immer wieder mal, ich mache irgendwann mal eine Freundesliste-Purge, indem ich alle Leute von der Freundesliste lösche, die ich 2020 geaddet habe. Weil ich habe 300 Plätze auf der Freundesliste und die sind wirklich alle voll. Aber ich bin irgendwie zu faul, weil ich muss jeden einzelnen löschen. 300 Leute einzeln löschen, das ist ein bisschen anstrengend. Also ich würde natürlich nicht alle löschen, so die Leute, die langjährig immer dabei sind. Ja, Kaido, dich lösche ich als erstes. Langjährig dabei sind oder meine Mods oder meine Streamer-Freunde, sag ich mal, die lösche ich jetzt nicht runter. Aber die Namen, die mir jetzt zum Beispiel nichts mehr sagen, die würde ich halt löschen, aber ist halt auch anstrengend. Hallo DJ Dog, was geht? Willkommen. Spielst du Kirby?
Meine allererste Switch, die ich 2017 beim Launch, als die Switch rauskam, habe ich die tatsächlich geschenkt bekommen sogar noch damals. Also ich habe mir die mal selbst gekauft. Dann, das ist die Animal Crossing Switch. Ja, man sieht es sogar im Hintergrund. Ich muss kurz überlegen, woher habe ich die Switch. Fokussieren. Sehen Sie? Das ist die Animal Crossing Switch. Und das ist die Splatoon OLED Switch. Weil ich sehr gerne im Handheld-Modus spiele, habe ich mir die letztes Jahr gekauft. Ich habe auch lange überlegt, weil ich dachte so, ich habe schon zwei Switches, ich kann mir doch jetzt nicht eine dritte kaufen. Aber ich spiele so gerne im Handheld-Modus und ich finde die OLED-Switch einfach nochmal viel geiler im Gegensatz zu den alten Modellen. Einfach weil der Bildschirm, okay, ist ein bisschen, da seht ihr mich gerade hier. Okay, man sieht es jetzt nicht so doll hier im Stream, aber dieser schwarze riesige Rand, ganz schön viele Fettfinger habe ich da drauf. Ich glaube, man sieht es eher, wenn die an sind. Dieser schwarze riesige Rand ist halt einfach nicht da. Okay, das blendet ziemlich. Und das ist halt einfach geil. Okay, die Switch muss auch aufgeladen werden, sehe ich gerade. Da muss man aufpassen, dass man seine Konsolen auch öfters mal lädt. Also werdet ihr auch gleich sehen. Ich kann Animal Crossing New Leaf nur spielen, wenn die Konsole, wenn der 3DS auch am Ladekabel ist, weil der Akku einfach am Arsch ist. Pflegt eure Konsolen, indem ihr sie regelmäßig ladet, sonst habt ihr ein Problem. Wann fangen wir an zu spielen? Ich würde sagen, der Bildschirm bei Animal Crossing New Leaf kommt einem so klein vor. Oh ja, Leute, und ihr werdet geschockt sein. Für die Leute, die jetzt lange Zeit kein Animal Crossing New Leaf gesehen haben. Ihr werdet geschockt sein. Ihr habt es ganz anders in Erinnerung, als es ist. Es wird grafisch ein Schock sein, weil man hat das viel besser in Erinnerung. Hallo Moli, was geht? Willkommen Vivian, hallo Giora, hallöchen. Ich denke auch, die zeigen die neuen Oh ja, habt ihr die Pastell-Joy-Con gesehen? Ich würde mir so gern ein Pastell-Joy-Con kaufen, aber ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Stück Joy-Con. Mehr als man braucht. Oh, aber ich kann nicht so ein Konsumopfer sein und mir dann diese Pastell-Dinger kaufen, nur weil die schön sind. Oder kann ich es machen? Ich weiß nicht. Erstmal nicht. Die werden ja wahrscheinlich nicht limitiert sein. Sondern länger verfügbar. Doch, kannst du. Ja, Stefan ist Teufelchen und Katta ist Engelchen. So viele neue Leute haben echt viele keinen Switch. Ja, scheinbar, ja. Erstmal Wohnung. Ja, erstmal muss die Wohnung eingerichtet werden. Also ist alles noch nicht so ganz perfekt hier. Das ist übrigens meine Capture Card. Mit der werden wir jetzt gleich streamen. Also werde ich gleich Animal Crossing New Leaf spielen. Das ist mein alter 3DS und da habe ich mit 17 halt diese Capture Card einbauen lassen. Damit kann ich halt das Bild übertragen. Es kostet ziemlich viel, also ist jetzt nicht so ein Ding, was man einfach mal machen kann. Von der Switch aus zu streamen ist viel einfacher. Aber ich bin froh, dass ich es habe. Sonst wäre das ein ziemlicher Struggle. Let me show you. Okay, warte, ich muss noch das Programm aufmachen. Und die Musik aus. Also Leute, macht euch gefasst. Oh, es war so cool, dass man früher auch bei seinem 3DS... Ich hoffe, der Ton ist okay und nicht zu laut. Sag gerne mal Bescheid, wenn es zu laut ist. Und beim 3DS konnte man früher so Hintergrund-Themes auch machen. Das, finde ich, fehlt bei der Switch auch noch ein bisschen. Ich meine... Ich dachte am Anfang, es kommt, aber man kann nur Night oder... wir hören die Musik nicht mehr. Ja, die Musik habe ich ausgemacht. Extra. Ich meinte nicht Musik, sondern ich meinte Ton, okay? Gaming-Ton. Hallo, hallo. Hallo, Eileen. Was geht? Willkommen. Da hat die 17-jährige Mini richtig investiert. Oh ja. Ich war richtig, richtig gut am Markt damit. Wobei, ich kann mir vorstellen, dass so eine Capture-Card inzwischen weniger kostet, aber ich bin mir nicht sicher. Haben wir schon so spät? Ja, 19 Uhr, ist schon fast dunkel, okay. Ja, Leute, das ist die Grafik. Ich weiß nicht, ob das für euch ein Schocker ist, aber ich glaube, wenn man lange kein New Leaf mehr gespielt hat oder gesehen hat und nur Animal Crossing New Horizons gewöhnt ist, dann ja. Aber das Spiel, ich kann euch sagen, ich habe es meine Stadt Minitown genannt. Ich bin sehr kreativ mit meinem Namen, I know.
Das Spiel macht richtig Spaß, wieder zu spielen. Ich finde die Grafik super. Ich finde, es kommt auch gar nicht auf die Grafik an. Hallo, Willi. Du hast ein bisschen Gameplay in deinen Pixeln. Genau. Hast du eigentlich auf Twitch einen Streamplan? Yes, habe ich. Den poste ich immer auf Instagram, Twitter und auch Discord. Leute, falls ihr noch nicht unserem Community-Discord beigetreten seid, kann vielleicht ein Mod den Link teilen. Ich glaube, wir haben hier keine Commands und ich weiß gar nicht, ob man überhaupt Commands machen kann. Joint gerne unserem Community-Discord. Da geht es nicht nur um Animal Crossing, sondern es ist unser Community-Ding. Könnt da gerne chatten. Wir sind da als Community aktiv, haben verschiedene Gaming-Kanäle, auch zum Beispiel The Disney Dreamlight Valley. Story of Seasons, was nächste Woche rauskommt, kann man sich auch schon. Zelda haben wir auch. Aber auch Valorant, Pokémon, alles drum und dran. League of Legends oder Genshin Impact. Könnt gerne drauf joinen und Teil des Community Discords sein. Das Outfit Slay. Oh mein Gott, das habe ich gestern in der. Falls ich nach unten. Ich gucke jetzt nach unten, weil ich gucke auf meinen 3DS. Falls ihr euch wundert, wo ich hingucke. Das habe ich gestern in der Schneiderei gekauft. Mit dieser süßen Haarspange. Und meiner coolen Raver-Sonnenbrille. Okay, das ist Minitown. Ich wollte am liebsten. Kann man das überhaupt? Ich bin mir so unsicher, ich bin so vergesslich. Konnte man. Unscharf, das liegt daran, das ist das Spiel, Anke. Das ist das Spiel. Wie unscharf? Was meint ihr mit unscharf? Ich bin unscharf oder das Spiel? Hallo Alex. Ach so, du hast dich umbenannt gerade. Ich finde die New Leaf-Musik besser als New Horizons. Same hier. Mini hat den Drip, oh yeah. Kann man in Animal Crossing New Leaf eine Stadt mit 3 Inseln haben? Phaser, dankeschön, du Maus. Nee, du bist scharf. Dankeschön, Vanessa und Phaser. Passt alles? Okay, sehr gut. You look like a model. Hast du auch Lust, Leute in New Leaf zu besuchen oder in andere Städte zu schlummern? Was ich mir überlegt habe, ich möchte das halt quasi als Art Let's Play durchziehen. Und nichts geschenkt bekommen. Also ich möchte nicht. Achso, das liegt an eurem Internet, wenn es unscharf ist. Versucht mal die Qualität vielleicht runterzustellen. Wenn nicht irgendwie unscharf oder sehr verpixelt ist, das ganze Bild, dann liegt es an eurem Internet. Solange jetzt nicht jeder sagt, dass es unscharf ist, weil ich habe eigentlich relativ guten Upload. Ja. Ich möchte nichts geschenkt bekommen, aber was wir machen können, wenn ich die Insel freigeschaltet habe, können wir ja versuchen, alle zusammen auf die Minispielinsel zu fahren und ein paar Minispiele zu spielen. Das wäre echt cool. Da hätte ich richtig Bock drauf. Aber die Insel schalte ich erst frei, wenn ich mein Haus abbezahlt habe. Und das wollen wir heute auch machen. Bei mir ist alles super. Okay. Nee, alles gut bei mir vom Bild her, also Internet. Okay, passt. Unten am Zahnrad könnt ihr die Qualität runterstellen. Hallo Hanami, willkommen. Eine zweite Insel? Was meint ihr mit zweite Insel? Ich habe eine neue Regel für mich aufgestellt, dass wenn jemand nach dem Release von Animal Crossing New Leaf geboren ist, dann existieren sie für mich nicht. Die sind jetzt 10. Das ist halt echt crazy, oder? Die sind einfach 10. Die können jetzt auch Animal Crossing spielen. Das ist das. Daran habe ich noch nicht nachgedacht. Leute, die nach dem Release geboren sind, können jetzt einfach auch theoretisch, schon davor auch schon, aber können auch theoretisch Animal Crossing New Leaf jetzt spielen. Judith, welcome back. Hallo Lisa, willkommen. Nee, das war eine Fehlinformation von meiner Seite, dass die Turtle-Insel abgestellt worden ist. Die, der Nintendo eShop wurde abgestellt, aber die Online-Funktionen funktionieren noch. Also, all good. Genau, meine Bewohner. Ronaldo, dieser Hund. Charlie, diese Käsemaus. Pia ist ein ganz süßer Bär. Sandra ist auch ganz okay. Elfriede ist so ein Huhn. Jürgen ist, ja, einfach Jürgen. Ich zeig euch. Ich muss eh mit allen reden. Oh, Nadine. Oh, ich habe auch vergessen, den Bewohnertrick zu machen. Den wollte ich ja mit euch machen. Egal. Nadine. Ich habe gestern noch Nadine bekommen. Tschüss, was hat Ronaldo dir getan? Schau ihn dir an, alter Phaser. Ronaldo erinnert mich an dich. Ja, hallo. Ich muss mit jedem reden. Damit ich meine Zustimmungsrate heute vervollständige. Ist denn heute jemand auf... Oh, Aziza ist da. Das ist mein Name. Ich komme aus Land weit weg. Habe ein Angebot, viele Tapeten... Ich muss sagen, meine Rechtschreibung und mein Lese... Wie nennt man das? Leseverständnis ist so schlecht. Ich habe früher nicht mal gecheckt, dass Aziza eigentlich so falsches Deutsch redet. Also... Habe ein Angebot, viele Tapeten für Wand, viele Teppiche für Boden. Mir ist das nie aufgefallen eigentlich. Meine Arbeit ist, wechsel deine Tapete und Teppich gegen andere. Mach's immer wie neu.
Soll ich jetzt austauschen deine Tapete und Teppich auch? 3000 Sternis, ja? Oh. Das Ding ist, wenn ich jetzt die 3000 Sternis ausgebe, dann... Alle haben Werbung! Oh no, okay, dann warte ich mal kurz. Mir ist es auch nie aufgefallen. Ah, Applehead Cutter. Jetzt weiß ich auch, wer du bist, Cutter. Sie spricht so wie du. Ja, deswegen ist es mir nie aufgefallen. Hab mit Aziza lesen gelernt. Oh. Hallo Ghost Story, ich hoffe, dass du hier bist, nicht auf Twitch. Hast du mich ja noch gefunden. Hallo Laura, was geht? Willkommen. Ich habe eine Wii, aber ich habe die nicht hier in Berlin. Okay, was soll ich machen? Ich muss noch ungefähr, ich glaube, 15.000 Sternis abbezahlen von meinem Hauskredit. Und wenn ich meinen Hauskredit abbezahlt habe, kann ich, glaube ich, einen Steg freischalten. Oder gebe ich jetzt 3.000 aus für Azizas Teppich? Ich will auch schöne Teppiche haben, eigentlich. Okay, wir können ja, sie ist ja noch heute länger da. Wir bezahlen erstmal den Kredit ab und dann reden wir nochmal mit ihr. Erstmal Haus. Ja, wir sind vernünftig. Ups. Geht das eigentlich von der Musik her? Ich habe das Gefühl, die Musik in Animal Crossing New Leaf ist gerade sehr laut, aber für euch geht's, ne? Gönn ihr mit Fischen, bekommst das Geld schnell wieder rein. Ja, aber irgendwie habe ich bisher, also das meiste Geld habe ich immer mit Bäumen gemacht, also Früchten. Irgendwie. Erstmal Kredit. Okay, wir sind alle vernünftig. Let's go. Pia. Pia ist eine süße Maus. Du siehst heute noch mehr aus wie du selbst. Dankeschön. Was gibt's? Lass uns quatschen. Du bist total gut im Angeln, oder? Kannst du mir ein Süßwasser verspringen? Okay. Ich muss auch sagen, mir ist aufgefallen, die Bewohner geben einen viel mehr Aufgaben. Oh, guck mal, ich habe ja noch ein paar Sachen hier. Okay, die können wir erstmal verkaufen. Die Bewohner geben einen viel mehr Aufgaben. Ah, ich könnte auch mal anfangen zu züchten, Blumen zu züchten. Und Glühwürmchen. Wir können auch an Bäumen schütteln. Und ich kann ein paar Möbel verkaufen, die ich nicht brauche. Blumenproblem incoming. Ich muss mir auch die ganzen Guides wieder durchlesen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das... Dadurch, dass Animal Crossing New Horizons auch irgendwie so viel umgewürfelt hat, habe ich so ein paar Basics in Animal Crossing New Leaf halt komplett verlernt. Die Musik ist perfekt, nimm wenigstens blaue Rosen an. Nein, ich schwöre. Nein, ich habe mir geschworen, ich will jetzt einmal probieren, blaue Rosen selbst zu züchten. Okay? Ich habe das, glaube ich... Ich weiß gar nicht, ob ich es in New Leaf geschafft habe alleine. Aber es wird... Das wird unser Experiment. Was für Feiertag? Heute ist Feiertag? Ja, was für Feiertag? Geh mal zum Festplatz. Hä, was... Was schlaberst du? Rosina und Björn, die beiden vermisse ich auch. Natürlich gibt es sie auch in New Horizons. Ich verwechsel übrigens immer New Leaf und New Horizons. Mit Edding blau anmalen. Perfekt. Perfekt, Applehead. Gute Idee. Okay. Was so? B-Top? Hm. Honigwabe? Ich bin noch so verwirrt. Die kann ich verkaufen, ne? Mit der Honigwabe kann ich nichts craften. Also, man kann ja nicht mal craften hier in diesem Spiel. Oder? Ich kann die einfach verkaufen. Die ist sonst so nichts gut. Heute ist Feiertag in New Leaf. Heute ist Midsommar. Ist es nicht am 21.? Kannst du verkaufen. Weg damit. Weg mit den Viecher. Die Mücke auch weg. Ich glaube, die Nasenschrecke habe ich schon gespendet, aber ich behalte die lieber nochmal. Die Tasche ist auch so klein. Habt ihr es gemerkt? Die Tasche ist so mini. Oh, okay. Was hat denn jetzt so viel Geld gebracht? Ich glaube, weiß schon wieder nicht mehr, was ich verkauft habe. Björn, die Maus schläft noch. Oh, wer kommt denn hier rein? Elfriede, mit ihr muss ich auch direkt reden. Ja, ja. Diese Matte ist eigentlich cute, aber nein, kein Geld ausgeben. Das ist so wie in echtem Leben, wenn ich shoppen gehe. Hilfe. Die Nasenstrecke hat es schon gespendet. Oh. Zack, wie heißt du auf Twitch? Frage ich mich gerade. Dein Datum ist Mittwoch, deswegen heute. Nee. Nee, nee, nee. Ja, im Menü ist Mittwoch, aber
hier im Spiel. Ich habe meine Systemuhr ist falsch, aber meine Spieluhr ist richtig. Und ich war beim Festplatz. Mir fehlen die Twitch-Emotes. Die kann ich theoretisch hinzufügen, aber dann muss ich die Kanal-Dinger einstellen. Was ich theoretisch machen könnte. Muss ja niemand haben, wenn er nicht will. Ging die Twitch-Namensfrage an mich? Ja! Ja, interessiert mich gerade. Hier ist kein Feiertag. Fehlinformation mal wieder von Stefan. Na super. Okay, warte, wir probieren auch eine Blume zu züchten. Oh. Oh nein. Animal Crossing New Horizons hat mich zerstört. Oh, man hebt die ja mit Y auf! Das ist ja... Das ist eine Frechheit. Okay. Aber warte mal, genau die können wir... RIP, wirklich. Ich glaube, das gibt rosa. Egal, das passt halt viel besser. Ich will eh eine rosa Blume jetzt. Es wird... harte Umgewöhnung. Und wenn ich dann Animal Crossing New Horizons spiele, dann pflücke ich die ganze Zeit die Blumen wieder. Perfekt. Okay, warte mal. Wir können auch probieren, das... Oh, das ist viel einfacher, die Blumen aufzuheben jetzt. Einfach. Ups. Weiß und Gelb gibt Orange, oder? Wir schauen mal. Wir schauen mal auf acnewleaf.de. Das war nicht mal die beste Webseite, um so Sachen nachzulesen, aber wir bleiben ein bisschen treu. Früchte pflanzen. Selbst die Buttons funktionieren alle nicht mehr so gut. Blumen. Okay, ja. Also. Gelb und Weiß gibt nur Gelb. Nee, warte mal. Gelb und Weiß. Hä? Ich check das nicht. Gelb und Weiß gibt Gelb und Weiß. Also. Rot und Gelb gibt Orange. Ja, Rot und Gelb gibt Orange. Mit Gelb können wir nichts züchten, nur weiter züchten, theoretisch. Okay. Okay, okay. Vermehrt sich einfach. Gut, dann brauchen wir mal mit Weiß. Dann können wir mit Weiß gerade nichts Besonderes anfangen. Ich packe sie trotzdem mal hier hin. Orange. Nee, warte. Gelb. Gelb-Rot brauche ich. Gelb-Rot. Also falls wir eine rote Rose sehen. Nee, ah, da ist er. Dass auch direkt alle Blumen hier verfügbar sind. Nice. Okay, ja geil. Ich habe vorher noch gar nichts mit Blumenzüchten gemacht. Schauen mal. Ich finde halt, das ist halt so, mir macht es so viel Spaß, weil es so wieder richtig simpel ist und man freut sich so richtig über diese kleinen Dinge gerade. Weil man halt nicht schon 100 Millionen Sternis auf dem Konto hat und keine Ahnung, alles erreicht hat, was man erreichen kann, sondern man fängt halt wirklich von null wieder an. Ich mag deine Frisur, dankeschön. Hallo James. Weiß plus Weiß war lila, oder? Weiß plus Weiß. True. Ja, okay, falls ich noch eine weiße Blume finde, packen wir die noch nebeneinander. Tusch. Okay, was soll Ronaldo für einen Spruch sagen? Ihr dürft aussuchen, ich bin so unkreativ, was das angeht. Hallo Bean Holidays, das geht, willkommen auch an dich. Wenn du Gelb und Weiß kreuzt, kannst du Gelb oder Weiß rausbekommen. Okay, und für eine blaue Rose brauche ich eine rote Rose aus Lila und Orange. Das ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Und dann zwei rote Rosen aus Lila und Orange ergibt Blau. Ich glaube, es ist sogar einfacher als in Animal Crossing New Horizons. Alter, Sui. Sui ist der beste Spruch, ihr habt recht. Ich kann es gar nicht aussprechen. Wird es. Siu, Siu. Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Siu. Siu. So? Chat ist überzeugt. Okay, perfekt. Genau. Das auch genau Ronaldo fragt. Siu. Ja.
Ich habe schon eine kleine Plantage hier angebaut. Natürlich, damit ich immer schön mit Früchten auch noch Money machen kann. Nadine ist heute eingezogen. Natürlich auch wieder mal der schönste Bewohner ever. Diese Fallen. Der schönste Bewohner, die schönste Bewohnerin ever. Das ist dieses Eichhörnchen mit Monobraue. Perfekt. Ah, guck mal, da ist auch noch eine weiße Rose. Nehmen wir mit. So wird's ausgesprochen. Okay, warte mal. Ciruel hat mir direkt eine Info geschickt. Su! Okay, komischer Typ. Su! Okay. Perfekt, dankeschön. Dankeschön für diese lehrreiche... Ach, das habe ich dahin geworfen. Ich dachte gerade, das ist so ein Käfer. Dieses Blattkäfer. Mit Ü. Su! Hallo, Lea, Lea. Okay, ja. Damit haben wir natürlich auch die schönste Bewohnerin ever hier auf Minitown wohnen. Hallo, Nadine. Also, bist du das Empfangskomitee oder was? Man sieht... Mann, hier sieht's aus wie bei Rainer unterm Sofa. Vielleicht willst du später wiederkommen. Okay, schmeiß mich raus. Also, Nadine ist halt wieder so hässlich, dass ich sie, glaube ich, behalten will. Irgendwie habe ich das Gefühl, auch in New Leaf bin ich schlechter mit dem Fangen von Insekten geworden. Ich muss immer Augen zumachen. Bester Trick ever. Übrigens, am Donnerstag gibt es eine kleine Bruch-Challenge auf Twitch. Falls ihr nicht wisst, was eine Bruch-Challenge ist, wenn ihr nicht auf Twitch unterwegs seid, dann wisst ihr das nicht. Da werde ich quasi mit verschiedenen Nintendo-Spiele spielen, wo wir uns vielleicht auf Ziele gesetzt haben. Zum Beispiel muss ich 100 Fische in New Horizons, aber diesmal... Oh nein, ist er... Konzentration. 100 Fische hintereinander fangen, ohne zu verkacken. Wenn ich verkacke, muss ich nochmal von vorne anfangen. Dann machen wir noch sowas wie 2 Fall Guy Wins, 3 Splatoon Wins oder sowas, 12 Mario Kart Wins. Also das muss ich halt alles schaffen. Erst dann ist der Stream zu Ende. Wenn oh! Gerd wird gebaut. Der Blumenladen wird gebaut. Wenn ich das geschafft habe, darf ich erst den Stream beenden. Also, es könnte ein langer Stream werden. Meine Kescher-Fähigkeiten sind echt bescheiden. I know, I'm sorry. So. Dann spenden wir mal. Okay, warte mal, nur ein Leuchtkäfer. Und Süßwasserfisch soll ich ja noch der lieben Pia mitbringen. Habe ich ja gefangen gerade. Nein, danke. Okay, ich glaube, ich müsste jetzt aber auch meine Rate fertig haben. Kann man sich mit den Cache eigentlich noch eine Schiene buggen? Safe gibt's noch Bugs. Aber, oh, theoretisch kann ich jetzt schon mit Moritz reden da hinten. Der war die letzten Tage noch nicht da. Nadine sollte sich auf jeden Fall die Augenbrauen zupfen. Hallo Charlene, I'm so happy with Nintendo Direct. Oh me. Yes, I'm so hyped for tomorrow. And hi. Ich dachte früher immer, Eugen wäre eine Frau. Bis du Euphemia gesehen hast, oder? Oh, die Royal-Serie ist eigentlich super süß, aber das ist super teuer auch. Ich bin mal gespannt, wann die ersten anfangen so zu seufzen. Leider kann ich mir hier nichts. Leider kann ich mir hier nichts leisten. Das Gute ist, die Tools gehen ja nicht kaputt. Das ist auf jeden Fall ganz praktisch. New Leaf is definitely the best game. I love it too. Because I just started my YouTube channel with this game. So yeah. It's filled with nostalgia for me. Kredit bezahlen. Warte mal, ich brauche noch mehr Geld vorher. Nepp ist so süß. Ja, Schlepp ist noch gar nicht am Start. Um wie viel Uhr am Donnerstag? Am Donnerstag, ich glaube, wir fangen schon um 15 Uhr an, weil ich denke, eventuell dauert es ein bisschen länger. Morgen dann 16 Uhr hier Nintendo Direct zusammen. Und dann geht's aber auf Twitch weiter.
Das ist der Plan. Schlepp underrated. Schlepp ist meiner Meinung nach auch süßer als Nepp. Schlepp ist so der Introvert und Nepp ist ein bisschen mehr extrovertiert. Achso, oh, zum Glück war das noch nicht der Geldstein. Weil ich muss ja Löcher hinter mir graben. Stream endet Freitag 15 Uhr. Ich hoffe doch nicht. Ich hoffe doch, dass du das auch... Irgendwie funktioniert das alles nicht mehr so, wie ich will. Oh, jetzt habe ich den Fisch verjagt. Ich hoffe doch, dass du das auch nicht hoffst, Vanessa. Hot Take. Ich habe schon wieder vergessen, was ich gesagt habe. Mein Internet ist wie bei McDonald's. Solange dein Internet nicht wie in der Deutschen Bahn ist, dann ist alles okay. So. Ah ja. Man kann ja auch diese Rubine oder beziehungsweise die Edelsteine rausbekommen. Das sind halt leider so ein paar Sachen, die halt echt fehlen, ne? Warte mal. Ja, machen das so rum. Ein paar Sachen in den Schrank. Ich habe noch keinen Schrank. Aber... Ah, Streamer steht 14 Uhr. Ja, dann 14 Uhr. Ich wollte früh anfangen, damit ich nicht zu lange brauche. Also damit ich nicht bis Freitag 15 Uhr brauche. Also 14 Uhr, sorry. My bad. Okay. Ich glaube, Klamotten wollte ich hier reinmachen. Kann man Insekten in den Schrank reinmachen? Lol. Auch interessant. Das kann man auch in New Horizons, oder? Nee, kann man nicht in New Horizons. Bedienungsanleitung. Ich könnte den Großbildfernseher natürlich auch verkaufen. Dann endet der Stream Freitag 14 Uhr. Ich hoffe doch nicht. Wie heißt du im Splatoon? Hallo Nadja, was geht? Ich glaube Minimoli auch. Doch, Insekten kann man ins Lager machen. Okay, lol. Einfach vergesslich. Ihr kennt mich. Ich hoffe, die Leuchtkäfer bringen Geld. Mal schauen. You don't stream on Twitch? Today, yes, I stream on YouTube, but only for today and maybe only some streams. But normally Twitch, yes, yes. Okay, zwei Weiße gibt Lila. Ich hoffe mal, ich spiele mal mit dir. Ich habe ein bisschen Splatoon gespielt zum Release. Aber dann habe ich aufgehört, weil so viele andere Spiele dann auch rauskamen. I know. Böse, böse. Weil Splatoon ist eigentlich ein echt cooles Spiel und ich mag das Spielprinzip von Splatoon eigentlich auch. Aber es sind, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber ich habe einfach so viele Spiele, die ich gerade spiele nebenbei. Ich weiß nicht, spielt ihr? Hallo, Induzilein, Annika, was geht? Willkommen. Ich frage die Frage auch manchmal auf Twitch, aber jetzt sind ja auch ein paar andere Leute noch dabei. Aber was spielt ihr eigentlich momentan so neben Animal Crossing? Oder wenn ihr auch kein Animal Crossing mehr spielt, was spielt ihr so? Ah, Regenbogenforelle. Valo Aim beim Insektenfang? Frechheit. Mein Valorant Aim ist besser. Lizzie Dreamlight Valley, Zelda Tears of the Kingdom. Weniger Animal Crossing, mehr Splatoon. Echt, Vanessa, du spielst auch Splatoon viel. Ich freue mich auf die Minispiele, safe. Ich freue mich sehr auf die Minispiele. Deswegen will ich heute unbedingt auch meinen Hauskredit abbezahlen. Animal Crossing und Fortnite, das war's. Fortnite, Minecraft. Oh, Minecraft ist auch ein cooles, cozy Game. Wo ich eigentlich auch nochmal ran. Skyrim ist alles andere als cozy. Kommt darauf an, wenn du es cozy findest. Ja, ist jetzt nicht das klassische Cozy-Cozy-Game. Aber Skyrim habe ich zwar nie gespielt, aber finde ich eigentlich auch an sich interessant. Mario Kart oder Zelda? Woods of Pacha. Zelda hat Geschmack. Woods of Pacha. Hallo Lucky Jay. Hallo Laura. Die guten alten Animal Crossing New Leaf-Zeiten, ja. True. Ich spiele gern Uno auf der Switch.
Ah, ja, stimmt, das gibt's auch auf der Switch. Zurzeit Disney Dreamlight Valley. Kann man auf dem 3DS noch online spielen? Captain Insel geht auf jeden Fall. Schlummerinsel, schlummern glaube ich auch, aber ich bin mir da nicht sicher. Ceresa and the Lost Demon. Ah, das Spiel mit Bayonetta, ne? Die Vorgeschichte von Bayonetta. Das Spiel sah auch echt schön aus, muss ich sagen. Okay. Konzentration. Das ist sehr viel Geld jetzt, was hier rauskommt. Nein! Ich habe, glaube ich, am Anfang zu lange gewartet. Scheiße. Egal, aber ich glaube, das sollte... Das sollte reichen. Für den Kredit. Ich habe ein bisschen Geld verschenkt. Ah, ich glaube... Oh, nee. Okay, warte mal. Wir schütteln auch noch ein bisschen an Bäumen. Es gibt auch noch ein bisschen Geld. Kann natürlich auch sein, dass jetzt hier gleich die Honigbienen rauskommen. Jeder Sterni ist es wert. Ich glaube nämlich, mein Kredit war genau bei 16.000. Viel Spaß, was los? Frogs, danke schön, dass du da warst. Viva, viel Zelda, Animal Crossing, Minecraft, Splatoon und Xenoblade Chronicles. Xenoblade Chronicles habe ich zwar, aber ich habe sogar den Xenoblade Chronicles Pro Controller von damals. Aber ich habe es nicht viel gespielt. Ich habe sogar auch Fire Emblem Engage. Ich mag Fire Emblem total gerne, aber ich habe es auch noch nicht angefangen. Ich habe Zelda auch noch nicht zu Ende gespielt. Es ist wirklich schrecklich. Zu viele Spiele gleichzeitig. Ist halt auch nicht gut. Und wie gesagt, nächste Woche kommt Story of Seasons. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf Story of Seasons. Das wird auch einfach cool. Mein allererstes Harvest Moon war es damals. Ich auch nicht. Dass du Zelda noch nicht zu Ende gespielt hast? Oder Fire Emblem Engage? Creative Cats Club, hallo, willkommen. Man denkt an den kuscheligen Creeper, wirklich cozy. Man kann Minecraft auch cozy gestalten, okay? Das geht. Hab die Demo gespielt, weil ich cooler bisher nur nicht zur Kauflaune gehabt. Ja, das ist halt immer das Ding. Aktuell gibt's auch echt, ich weiß, viele von euch haben ja auch vielleicht nur eine Switch, aber wenn ihr einen PC habt oder ein Steam Deck, das will ich mir übrigens auch bald zulegen, es gibt aktuell sehr viele Demos auf Steam. Ich freue mich voll. Ja, sehr. Hallo Claria. Clara, YouTuber nicht. Der Kommentar mit weniger Animal Crossing Messages war an dich gerichtet. Ach so, aber ja, ich spiele es auch. Ach so, ja. Ja, wobei ich ja letzte Woche gar nicht so viel Animal Crossing gespielt habe, ne? Also aktuell Animal Crossing Horizons spielen wir am Donnerstag erst. Ich war noch gar nicht hier auf dem Fest, auf diesem... Campingplatz, Leute. Ich bin jetzt gerade zum ersten Mal da. Wie überproportional groß das ist. Harvey, was geht? Hey, zum ersten Mal hier, ne? Ich bin der Wohnmobilplatzmanager, aber jeder nimmt mich nur ganz locker Harvey. Der Platz ist der Geheimtipp oder den Individualtouristen. Hier schläft man mit mitgebrachten Wagen. Unsere Gäste kommen von überall her, um sich in der Natur zu erden. Quatsch einfach mit jemandem. Hier in der Wohnmobilkommune bezahlt man Items übrigens nicht mit Sternis. In unserem alternativen Tauschring werden nur Camping-Coupons eingetauscht. Den Wohnmobilplatz gibt es noch nicht lange. Das mit den Camping-Coupons ist noch in der Testphase. Ehrlich gesagt habe ich noch nicht viel Plan, wie das funktioniert. Auf jeden Fall kannst du hier ganz entspannt alle Camping-Coupons verwenden, die du bekommst. True, es gibt ja jetzt hier dieses... Also es kam ja mit dem Update damals hinzu. Oh, ich habe mir noch gar nicht hier... Ich habe auch gar kein Foto gemacht. Minity! So. Hallo Nova Crossing, willkommen. Welches Blackpink-Lied magst du? Oh, ich mag eigentlich fast alle. Guck mal, steht noch Hessen. Kriegst du am 14. Juni 2023? Hä, warum? Achso. Ich hab schon 14. Camping-Coupons. Initiative Fundgruppe aus zweiter Hand. Verkauf ungeliebte Items an die Fundgruppe und erhalte Gaming-Coupons. Okay. Wertvoll als ein Gold. Erhalte Camping, indem du Koi-Karpfen fängst. Okay, das muss ich auch machen.
fange mindestens 20 Insekten in Minitown. Um Chemie. Okay. Okay, das können wir alles schaffen. Oh nein, hier ist Ost drin. Als ob genau heute Ost da ist. Foto mit der schnellen Brille, das muss sein. Hallo Franz, das geht Nostalgie pur. Oh ja. Hi Ost. Pupa Padauz, wohnst du hier? Hoppala, die Hopp, fühle ich nicht gestört. Okay. Ich kann dir jetzt deine Sachen bestellen, ne? Das sind eigentlich coole. Das ist eigentlich auch ein cooles. Die Hasenkapuze ist eigentlich auch süß, ne? Bestellen wir die Hasenkapuze. Aber andererseits will ich. Nee. Na. Das kommt bestimmt nochmal bei Tina und Sina. Ich bin ein bisschen sparsam. Josie Moli. Hi. Hi, willkommen. Wie hieß du vorher? Okay, was ist das genau? Elektro-Werbetafel. Okay. Nee. Guck mal, hier ist die Skulente, die man eigentlich craften konnte. 5. Nee. Das Ding ist, man kann halt seine Items auch gar nicht draußen aufstellen. Das darf man nicht vergessen. Inkura, hallo, was geht? Wo hast du dein Lightstick von dem Blackpink-Blog? Den habe ich beim Konzert gekauft, quasi. Den konnte ich da kaufen. Okay. Wir müssen noch die anderen Fossilien finden. 5 müssen wir analysieren. Und dann abbezahlen. Guck mal, Pusteblumen. Das ist so cool. Oh, das meinte ich nicht. Yay. Es ist so eine kleine Sache, aber ich lieb's. Ja, ich bin von Hamburg nach Berlin gezogen. Yes, yes. In I'm a Christine New Leaf, ist meine Freundesliste, glaube ich, auch voll. Meine Animal Crossing. Okay, wir können das Musterdorf besuchen. Und ich spiele es halt nicht aktiv, deswegen lohnt es sich auch nicht, Leute hier zu adden. Mario-Shirt? Achso, das hat mir jetzt gerade. Das hat mir jetzt gerade Pia gegeben, ne? Weil ich hier die Regenbogenforelle gegeben habe. ADHS. ADSH. ADHS Musterdorf. Perfekt. Ihr wisst, was ich meine. Achso, warte mal. Guck mal, das ist mein ADHS gefühlt. Ich will die ganze Zeit eine Sache machen, und zwar die Zustimmungsrate jetzt erfragen. Die müsste jetzt eigentlich auf 100% sein. Aber ich mache natürlich wieder 10.000 andere Sachen. Perfekt. Okay, jetzt haben wir genau 16.000. Das könnte klappen mit dem Kredit abbezahlen. Danach sind wir zwar broke. Aber wenigstens haben wir ein größeres Haus. Oh, cool. Ledersessel. Okay, fancy. Dann verkaufe ich, glaube ich, meinen Pünktchensessel gleich. Und ich habe doch eben gerade auch. Irgendwo habe ich doch Fossilien abgesetzt, oder nicht? Ah, es war nur 1. Nostalgie kickt. Hallo Kiki, was geht? Willkommen. Ey, Josie, ich habe dir schon Hallo gesagt. Ich grüße dich gerne nochmal. Hi, was geht? Und hallo Sasuna, hallo Sarah, Sasuna, was geht? Willkommen auch an dich. In meinem Kopf ist auch ADHS Musterdorf, man kann sie so viel besser merken. Und hallo Jasmin, freut mich euch zu lesen. Blackpink in your area, ja. Spielst du Pocket Camp? Jein, also ich hab's mal sehr aktiv gespielt, auch gerade als es neu rauskam. Aber ich hab's aufgehört, weil mir das zu viel war mit diesen ganzen Programmen, die es da noch gibt. Irgendwie Freunde Plus Programm und bla. Weil ich bin leider so ein richtiges Konsumopfer, was das angeht. Ich brauche immer alles auf 100% und komplett. Oh, kurz Werbung. Okay, das ist ein bisschen viel Werbung. Vielleicht muss ich das irgendwie ausschalten.
Ich weiß ja auch nicht, ist alles neu für mich, Monetarisierung. So. Den. So, ich hab's mal ausgeschaltet jetzt. Ich finde das. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie sich das verläuft auf YouTube. Müssen wir alles noch austesten. Ja, Pocket Camp gab so viele Bonusprogramme und alles drum und dran. 94% als ob. Blumen gießen. Perfekt, okay. Dass ich aufgehört habe zu spielen. Weil sonst wäre ich, glaube ich, arm. Werbung ist fein. Okay. Ja, wenn die Werbung fein ist. Es gibt halt immer zwischendrin mal Werbung. Ist quasi wie bei YouTube-Videos. Aber damit verdiene ich halt auch was, ne? Ich kann es verstehen, dass beim Livestream mittendrin nicht so geil ist. Aber es hilft mir. Mit den In-App-Käufen ist schon mies, aber die Möbel im Pocket Camp sind echt mega. Ich finde es halt echt schade, dass die halt auch so teuer sind, also viel zu teuer für das, was sie eigentlich sind. Würden die so ein paar Cent kosten, hey, okay. Es würde sich auch summieren, ich würde safe richtig trotzdem viel Geld ausgeben, aber ja. Werbung ist ja mega okay, wir unterstützen dich ja quasi damit. Thank you, dass du das auch so siehst. Und hallo Aileen, was geht, willkommen. Ich spiele heute auf jeden Fall so lange, bis ich 100% habe. Heute müssen wir die Zustimmungsrate auf jeden Fall voll bekommen. Mit wem habe ich denn noch nicht geredet? Und kann man auch wie in Animal Crossing New Horizons 2 Möbelstücke am Tag rausbekommen? Ich weiß es nicht. Also 2 Möbel aus den Bäumen schütteln. Sie sollten die Animal Crossing Pocket Camp Möbel in New Horizons einführen. Es gibt ja Mods in Animal Crossing New Horizons, die quasi Animal Crossing Pocket Camp Möbel auch übertragen. Aber ich finde, also ich würde es mir lieber wünschen, wenn es offiziell ist, weil ich finde, die Auflösung der Möbel ist manchmal nicht ganz so geil. Man merkt, dass sie nicht originale Möbel sind quasi. Der Stream bleibt, René, danach noch erhalten. Also ihr müsst dann halt auf YouTube, wenn ihr auf meinem Kanal seid, könnt ihr euch die... Es wird automatisch hochgeladen quasi. Wenn ihr auf meinem Kanal seid, könnt ihr unter Live draufklicken. Da seht ihr alle meine Livestreams. Meine Insel heißt Minimoli, mein Hund heißt Minimoli. Wow. Danke, Leute. Danke. Danke, Tefomi. Mann, oh, jetzt hab ich wieder einen Fisch verjagt. Hallo Azosh, willkommen. Mein Insta heißt auch Shanghai. Shanghai ist übrigens das nächste Projekt. Oh, oh nein, jetzt hab ich ihn geschlagen. ich wollte ihm... Okay. Wir haben uns für Su entschieden, was seinen Spruch angeht, aber wie begrüßt er uns? Er ist heute aber auch echt, hat echt Aufmerksamkeitsdrang. Mitteilungsbedürfnis bei mir. Schon das zweite, was er jetzt hier... Moin? Moin geht eigentlich immer. Rage Moli. Ich würde mir meine Switch nicht modden, selbst wenn ich eine von 2017 hätte. Ja, wenn man auch gerade nur eine hat. Aloha. Eigentlich auch witzig. Tagchen. Tagchen. Wuff. Wuff. Wuff wird eigentlich passen. Zu dem Hund. Ja, irgendwie finde ich aber Moin auch cool. Wegen... Ach komm, wir gehen mit Wuff. Perfekt. Ronaldo. Jetzt habe ich vergessen, was ich davor sagen wollte. Aber wird wahrscheinlich nicht so wichtig gewesen sein. Sag ihr, du bist heute schön. Wem soll ich das sagen? Ronaldo? Oh, ich brauche... Wie kriege ich denn eine Schleuder? Erst wenn der Laden sich ausgebaut hat, oder? Weil...
Ich habe noch keine gesehen. Wann streamst du immer? Wir werden mal schauen, ob wir eventuell einmal die Woche Streams auf YouTube machen. Aber prinzipiell streame ich sonst immer auf Twitch. Ich habe einen Streamplan, poste ich. Ach, guck mal, nur 14.000. Gut. Streamplan poste ich immer auf Instagram, Discord oder auch auf Twitter. Da könnt ihr dann immer sehen, wann ich streame. Auf Twitch zumindest. Ich fand dann Zelda Cosplay cool. Dankeschön. Ja, ich war auch sehr hyped für Zelda Tears of the Kingdom. Aber ich habe es leider immer noch nicht durchgespielt. Ballons in Animal Crossing New Leaves irgendwie. Echt, ich finde Ballons. Ach so, sind nur die Ballonmöbel, ne? True. Die sind echt lame. Oh, Fred ist jetzt da. Der Sonderberater der Akademie des schönen Hauses. Er kommt in Zukunft täglich hierher und bietet Ratschläge für den Bau prächtiger Häuser an. Okay, ja. Ja. Richtiger Vertriebler. Du hast gehört, was er gesagt hat. Yep. Okay. Den ganzen Kredit abbezahlt hast. Ja, vergrößern. Ich will das vergrößern. Boah, aber auf geht's. Okay, warte mal. Ich muss mal kurz googeln. Jetzt. Insel. Sobald du deine erste Ausbaustufe deines Hauses abbezahlt hast, wird... Okay. Wird dir beim Spielstand... Also das heißt, morgen... Morgen können wir theoretisch schon auf die Insel gehen. Crazy. Hallo, not me. Was geht? Willkommen. Hallo, Hannah. Die Ballons geben aber gutes Geld beim Verkaufen. Ja, okay, das ist dann auch praktisch. Das soll ich dann natürlich tun, ne? So, erstmal Foto für den Pass machen. Magst du Anka? Warte, ihr deutscher Name? Ich hab's gerade vergessen. Cleo. Das mit diesem Fotoautomaten ist eigentlich auch ultra süß gewesen. Ich kann halt noch keine Emotionen machen. Und man kann natürlich auch noch die Farbe ein bisschen verändern. Also man kann ja so schwarz-weiß oder sowas machen, ne? Ich überlege vielleicht auch nochmal, wir schauen mal hier rein, Briefe zu schreiben. Indem ich vielleicht... War das... Wie kriege ich die anderen Früchte ohne online? Cleo, ja. Ich mag Cleo. Cleo an sich ist ein süßer Charakter. Auch mit Sina nicht vergessen zu reden. Bin gerade beschäftigt. Ja, ist okay. Hier ist aber nichts dabei, was mich interessiert. Meine Lieblingsbewohner sind Vroni und Walter. Ich habe das Spiel komplett von vorne gestartet, aber ich hatte ja... ich habe ja vor ein paar Monaten dieses Video gemacht. Ich besuche fremde Animal Crossing New Leaf-Städte. Und da habe ich halt auch eine Karte halt dazu. Also ich musste jetzt nichts löschen dafür quasi, ne? Bekommt man die nicht auf der Insel, also Turtle Insel? Was nochmal genau? Auf der Insel. Ich bin aber so vergesslich. Hallo Toni. Was ich gefragt habe. Ich bin halt einfach echt ein vergesslicher Mensch. Monika ist auch eine süße Maus. Taylor kommt nächstes Jahr nach Deutschland. Ach, kommt sie dieses Jahr noch gar nicht? Die Früchte. Ach so, ja. Ja, das ist die. Auf der Insel bekommt man Litschi und sowas. Aber die anderen Früchte. Also die exotischen Früchte bekommt man auf der Insel, aber so Kirsche und sowas. Dein vergessenes Thema war Projekt Shanghai. Achso, ja, das ist das, was wir als nächstes auch noch machen. Shanghai weiter. Das ist natürlich
Das will ich eigentlich auch fertig bekommen, weil das ist, also Shiny Reef ist halt mein Endlos-Projekt, ne? Da werde ich niemals aufhören dran zu bauen, deswegen wäre es eigentlich smarter, jetzt auf Shanghai weiterzubauen, wenn wir Animal Crossing New Horizons auf Twitch spielen. Hast du schon alle 400? Nee, habe ich nicht. Müsste ich eigentlich machen, ne? Aber habe ich nicht. Hat jemand das gemacht? Alle Ferienwohnungen eingerichtet von allen Bewohnern? Confused Molly wieder am Start. Ihr kennt mich. So. Okay. Geil. Dann kann ich ein Fossil verkaufen auch. Mammut-Torso. Okay, okay, okay. Ein bisschen Money. Freundin von mir hat's getan. Crazy. Ich hab 80 Häuser bisher nur. Ich glaube, ich hab um die 40. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Eine Frucht kann man vom Bewohner durch eine Aufgabe bekommen. Ich hab ganz am Anfang habe ich eine Bier. Ganz am Anfang habe ich Birnen bekommen. Nee. Doch, Birnen, ja. Ah, ich wollte mit Moritz reden. Aber noch eine Aufgabe. Okay, warte mal. Mit Jürgen habe ich noch nicht geredet. Ist Jürgen zu Hause? Ich muss die Zustimmungsrate noch auf 100% bekommen. Nee, ist er nicht. Na toll. Ich brauche auch unbedingt einen Schrank. Da ist ja ein Aktenschrank bei Rosina. Vielleicht kaufe ich mir den, dann kann ich mein Lager auch endlich im Haus haben. Ich habe ein bisschen Angst vor den Honigbienen. Aber ich will sie auch fangen. Ich habe mir auch nicht gemerkt, ob ich diese Bäume schon geschüttelt habe. Honigbienen, also Bienen. Die heißen ja nur Bienen. Aber, also in dem Spiel heißen die Bienen. Aber die Wespennester halt, ne? So. Klamotten machen wir. Mario Shirt können wir auch erstmal behalten. Die Frage ist, diese Bedienungsanleitung. Den Großbildfernseher würde ich auch gerne erstmal behalten. Aber ich soll ein Möbelstück auch verkaufen. Hallo Matze, willkommen. Lässt du die alten Zeiten wieder aufleben? Yes! Wir spielen ein bisschen Animal Crossing New Leaf. Und das Ganze wird aber nochmal für als YouTube-Video zusammengeschnitten. Wir sind gerade... Morgen ist Midsommar. Cool, dann werden wir morgen auch Midsommar spielen. Wir sind gerade Tag 4 in Animal Crossing New Leaf. Und ich habe immer noch nicht meine Zustimmungsrate komplett. Okay, Sandra und Jürgen. Pro Bewohner kriegt man... 3%. Ich habe... Okay, warte mal. Jetzt müsste ich mit... Ich war bei 94% plus 3%, bin ich bei 97%. Ich muss jetzt nur noch mit Jürgen reden. Aber wo ist der Typ? Man weiß es nicht. Da? Nee, das ist Charlie. Oh, ich habe halt keinen Bock, im Museum suchen zu gehen. Wobei man sich eigentlich das Museum mal nochmal anschauen könnte, ne? Magst du Jona? Welcher Bewohner ist das? Warum stehst du nicht auf Twitch? Heute mal auf YouTube zur Abwechslung. Mal nachgefühlt 6 Jahren. Na, okay, ist too much. Nachgefühlt 2 Jahren mal. So. Where? Okay, warte mal. Vielleicht hat mit Elfriede auch nicht ganz gezählt, weil sie war ja im Laden drin. Okay. Dann bringen wir... Guck mal, die haben viel mehr Aufgaben gefühlt als in Animal Crossing New Horizons. Weil in Animal Crossing New Horizons muss ich immer 10 Jahre mit denen reden, dass sie mir Aufgaben geben. Oder
Habe ich irgendwas falsch gemacht? Weil ich versuche in Animal Crossing New Horizons ja auch alle Stempelkarten voll zu bekommen. Und ich habe das Gefühl, pro Tag geben die einen auch irgendwie nur zwei Aufgaben. Und das ist jetzt schon innerhalb von einer halben Stunde meine zweite Aufgabe. War ja nicht eben gerade hier irgendwo die Maus? Ja. Bitte öfter YouTube-Streams, hab kein Twitch. Morgen machen wir auf jeden Fall auch nochmal einen Twitch-YouTube-Stream. Morgen streamen wir den Nintendo Direct hier auf YouTube. Yes, yes. Weil dann ist es auch direkt auf YouTube quasi verfügbar. Was praktischer ist als auf Twitch. Süß. Sehr gerne, Charlie. Eine Smoking Jacket. Okay, das kann ich verkaufen. Jonah ist der Hawaii-Bär. Juna. Nee, das war Juna. Ach so, ja. Die Rüben verkauft. Ach so. Jorna. Jorna heißt sie, die Rüben verkauft. Ich bin mal auch gespannt, ob meine Rosen morgen fruchten. Huch. Hab abgeliefert. Oha, mein Finger schläft irgendwie ein. Wie lange machst du? Noch ein bisschen, würde ich sagen. Ich werde heute auf jeden Fall die 100% will ich voll bekommen. Das ist mein Ziel. Ich heiße Jona. Dann mag ich Jona natürlich. Lass langsam angehen, nur kein Stress. Ja, alles schön. Ah, da ist auch Jürgen. Alles schön gediegen. Hier, Jürgen. Ist es nicht ein toller Bewohner? Perfekt. Okay, aber ich muss jetzt die 100% geschafft haben. Ich weiß nicht, ob sich's lohnt, einen Brief zu schreiben und da eine Frucht reinzumachen. Ich meine, es hat früher funktioniert. Warte mal, wir schauen einfach bei den Guides nach. Früchte und Pflanzen. Früchte. Wenn du im Spiel beginnst, wechselst du eine Frucht. Spiel erhalten von Millionen, wenn es noch drei Früchte einer anderen Fruchtsorte. Ja. Zusätzlich gibt es Strände dieser Palmen. Mhm. Vor allem kannst du nur in Gärtnerei kaufen. Persimone können wir in der Gärtnerei kaufen. Bambus. Palmen wachsen nur am Strand. Ihr könnt auf der Insel Früchte beliebig ändern, wenn die Bäume neu pflanzen. So kannst du deine Stadt als deliziöse Frucht nutzen. Hast du Apfel, können bei dir auch nur deliziöse Äpfel wachsen. Deliziöse Birnen. Du kannst bis zu 9 Früchten einer Art in deiner Tasche aufeinander stapeln. Okay, und wie kriege ich jetzt die anderen Früchte? Muss man tauschen. Just Lucy, vielen lieben Dank. Sehr sweet. Wer ist dein 5 Blackpink Idol? Ich mag natürlich alle. Aber wen ich auch sehr gerne mag, ist natürlich Jenny. Mein Bias. Was, habt ihr jetzt die Emotes für euch gefunden, oder was? Perfekt. Okay, kaufe ich mir den Aktenschrank hier. 500 Sterne, ist ja das gebongt. Ja, damit. Deine Haare sehen toll aus. Dankeschön, vielen lieben Dank. Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass die Musik, die beim Rosina Björn Hochzeitsfoto-Event, die Musik ist, die Rosina im Laden spielt. Ja, die Fundgrubenmusik. Oh, das Hochzeitsevent. Ich glaube nicht, dass ich dies nochmal spielen werde. Jenny ist auch mein Bias. Jenny ist auch einfach cool. Auf der Turtle-Insel bei den Minispielen bekommst du neues Stadtobst. Ja. Kann man das da? Kann ich es da einfach? Ah, ja, true. Okay, doch, ihr hattet recht. So wie ihr es mir am Anfang gesagt habt. Ja, okay. Entschuldigung. Okay, morgen vergrößert sich mein Haus auch endlich. Und ich habe jetzt genug, um Aziza. Ah, Pünktchensessel will ich verkaufen. Okay, passt. Genug, um bei Aziza Teppiche und Tapeten zu kaufen. Jenny Underslayer, Jenny. Spielt auch mittlerweile auch in der HBO-Serie mit. Die soll insgesamt aber nicht so gut sein. Alle schauen sie nur wegen Jenny. Hallo!
Pixie, was geht? Willkommen. Ja, ich habe aber, das Witzige ist, ich hatte die ganze Zeit ein HBO, also ich hatte ja die ganze Zeit, wie heißt es? Sky? Das hat aber, wow, ich hatte die ganze Zeit ein Wow-Abo, ich habe es aber jetzt diesen Monat genau gekündigt und jetzt auf einmal kommt eine Serie, die ich wieder schauen würde, nur wegen Jenny. Aber das ist ja die Serie von The Weeknd, The Idol oder Idol, und es soll halt nicht so geil sein. Also es soll ja wohl irgendwie echt nicht so eine gute Serie sein, gefühlt. Wegen The Weeknd, der halt irgendwie, keine Ahnung. Aber ich würde es halt auch gucken für Jenny, weil sie da mitspielt. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, mir ein neues Abo da zu kaufen. Also ein neues Abo abzuschließen. So, warte mal, ich wollte was anderes nachschauen. Und zwar... Achso, Blumen wieder. Und zwar wollen wir auch natürlich die anderen... Wenn du Blumen kaufst, musst du zwei Blumenarten nebeneinander pflanzen. Ob diagonal, vertikal, horizontal ist dabei egal. Beim Kreuzen sollen folgende Dinge unbedingt beachtet werden. Du kannst an einem Tag maximal 5 gekreuzte Blumen bekommen. Damit Blumen sich kreuzen, müssen sie gegossen werden. Okay. Let me see. Wir können ja noch ein paar Tulpen machen. Gelb und Rot geben entweder schwarz, orange. Oder gelb oder rot. Okay, dann nehmen wir die. Diese liegen auch direkt nebeneinander. Perfekt. Weiß und... Rot könnten halt pink geben. Okay, dann brauchen wir noch eine rote Lilie. Yes, machen wir. Cool, da freue ich mich sehr auf morgen. Ach so, ich muss sie jetzt noch zu meinem Haus bringen. Lol, ich wusste gar nicht mehr, dass das so funktioniert. Ein Kamel verfolgt mich! Ah. Das können wir kreuzen. Okay, ich muss mir auch merken, wo ich die Blumen hingestellt habe. Oh, die Frage ist, kann ich mir noch Designs runterladen? Das wird wahrscheinlich auch noch funktionieren, ne? Nur ein Nintendo eShop wurde abgestellt. Man kennt's, Kamele hängen mir auch immer ständig hinterher. Perfekt. Ich will eine Serie schauen, aber die gibt's nur in HBO Max. Und HBO Max gibt's nicht in Deutschland. HBO Max? Davon habe ich auch noch nichts gehört. Hallo Victoria, willkommen. Ja, cozy Atmosphäre hier. Die Szenen sind so cringe. Ja, deswegen würde ich sie gerne schon schauen. Julia, danke schön. Müssen leider Schluss machen. Vielen Dank für die Let's Play und die Nostalgie. Verrückt, ich habe sie seit 2015 damals und bin sonst eher Stillzuschauerin, aber ich wollte mal Danke sagen. Du bist mega sympathisch. Juli, danke schön. Vielen, vielen lieben Dank, dass du zugeschaut hast. Und danke schön für den Support. Melanie Martinez kenne ich, ja, aber verfolge ich nicht. Ich mag Animes auch sehr gerne. Ich liebe Animes eigentlich. Mein Crunchyroll-Abo ist aber abgelaufen und ich habe meine Kreditkarte vor ein paar Wochen verloren, muss sie dann sperren lassen. Und die neue Kreditkarte ist noch nicht angekommen und deswegen kann ich mein Crunchyroll-Abo gerade auch nicht verlängern. Aber eigentlich schaue ich gerade Demon Slayer auf Crunchyroll. Ich habe meine New Year vor einem Jahr gestartet. Oh, das ist dein Sign, Stefan. Ja, True HBO-Serien sind aber alle sehr nice, also Euphoria. Ja, aber die habe ich jetzt schon alle gesehen, deswegen habe ich mein Abo auslaufen lassen. Die letzte war ja Last of Us, die ich auch sehr cool fand. Aber ja. Euphoria ist mega, habe ich sehr gefeiert. Wirst du öfter Animal Crossing Leaf streamen oder einen LP dazu machen, oder ist das dann nur so ein One-Time-Thing? Ich mache ein Let's Play, ein Mini-Let's Play dazu. Ich spiele 10 Tage und lade das dann auf YouTube hoch. Als gecuttet halt nochmal. Und ich spiele fast jeden Tag, also eigentlich jeden Tag, wo ich streame, jeden Tag, an dem ich streame, spiele ich Animal Crossing New Leaf auf Twitch. Ja. Geht immer noch mit PayPal? Ja, aber bei mir ja nicht. Bei mir ja nicht. Nur wenn du ein Probeabo machst. Das hatten wir doch schon letztens im Stream. Da warst du doch auch dabei, Cutter. Also mir wird es auf jeden Fall nicht angezeigt, was halt komisch ist. Und ein paar meinten ja auch, dass es bei denen nicht geht. Oh, okay, ich muss gar nicht bis morgen warten. Ich habe jetzt schon direkt hier. Achso, jetzt hört man so. Perfekt. Oh Gott, ich bin gespannt. Alles fertig. Danke dir. Ich zahle das auch über PayPal. Ich hatte das vorher auch über PayPal. Und es kann sein, dass ich mal gesperrt worden bin. Aber das bin ich eigentlich nicht.
Aber ich kann nur Kreditkarte angeben. Ich habe am oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also da nehmen wir lieber doch den anderen Boden. Hätte ja auch ein schöner Boden sein können. Schade. Aber ich finde die Wand sogar fast besser. Wobei, naja. Nee. Die Fötchentapete war da doch besser irgendwie. Aber wir heben die beim auf. Boden kannst du Charlie schenken. True. Ich habe am PC geguckt. Ja. Ich habe am PC geguckt. Aber ja, meine Kreditkarte kommt bald an, deswegen all good. Einfach Charlie auf dem Boden, rip. Rip, rip. Hallo Rebecca, was geht? Willkommen. Magst du Tribute von Panem? Ja. Auch sehr gerne. Aber ich habe es lange auch nicht mehr geschaut. Ich habe die Bücher sogar damals gelesen. Ich fange jetzt gerade wieder an zu lesen. Ich habe mir jetzt Inheritance Game bestellt. Oder Inheritance? Inheritance? Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Da bin ich mal gespannt drauf. Achso, ich muss ja einen Koi-Karpfen. Hier gibt's auch keine Köder, ne? Oh nein. Oh Mann! Fangen, aber... Ich habe nur einen Teich. Man kann ja auch gar nicht terraformen. Gut, dass mir das auch jetzt auffällt. Mir ist natürlich schon vorher aufgefallen, aber ich nehme es erst jetzt gerade so aktiv wahr. Ich dachte mir, ich mache mir einfach einen zweiten Teich. Aber das geht ja gar nicht. Dein Skin ist mega cool. Meinst du mein Outfit? Dankeschön. Die Musik ist echt Nostalgie pur. Augen zu machen. Prinzessin Cat, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. War damals noch nicht. Warte, ich weiß gar nicht mehr wieder. Maya, ich habe wieder vergessen, worüber wir reden. Ruby Kadubi. Ah, wie hieß du vorher? Zack? Warst du vorher Zack? Okay, wir können eigentlich noch Muscheln verkaufen. Wir nehmen jedes Geld mit, was wir bekommen können. Ah, ich soll ja 20 Insekten fangen für die Initiativen, für die Coupons. Lol. Neue Musik! 20 Uhr Musik! Das Wasser sieht auch irgendwie ganz anders aus. Meine Tasche ist natürlich voll. Kennst du den Animal Crossing Manga? Da haben mich schon mal Leute drauf angesprochen, aber irgendwie habe ich das noch nicht so ganz mitbekommen. Ah, Rebecca. Ah, okay. Ruby Kadubi. Hallo Kata. Nee, Kata, du warst schon vorher da. Lamau. Seit wann streamst du auf YouTube? Wir haben schon ein, zwei Streams mal auf YouTube gemacht. Heute ist der... Oh mein Gott, die Kamera ist auch wieder so hell eingestellt. Heute ist der 4. Stream auf YouTube offiziell. Aber wir wollten das einfach mal ausprobieren, weil Twitch aktuell, generell die ganze Streaming-Szene wird gerade auf den Kopf gestellt. Warum ist es so hell? Aber wenn ich das ausschalte, ist es ein bisschen sehr dunkel. Wobei... Hä, hey, das reicht auch vollkommen aus. Ich habe das Gefühl, das ist halt überbelichtet gerade. Hä? Ja, entspannt. Das Licht reicht ja. Twitch ist aktuell... Oh ja, der Song ist süß. Die ganze Streaming-Szene ist aktuell ein bisschen... Wird gerade neu aufgestellt, sage ich mal. Und dementsprechend dachte ich mir... Probiere ich einmal mal wieder YouTube-Streams aus. Früher hat mich halt auch gestört. Ich muss aber sagen, ich bin echt begeistert heute, Leute. Ein riesen Applaus an euch alle, weil ich finde, der Chat ist super angenehm. Auch die neuen Leute, die heute mal zuschauen, die nicht auf Twitch sind, verhalten sich alle, finde ich, verhältnismäßig für YouTube sonst sehr, sehr entspannt.
Und ist eine, also wir haben natürlich auch viele Longtime-User aus Twitch, die auch wissen, wie man sich so im Chat verhält. Aber sehr, sehr schön. Du gefällt mir sehr gut. Hallo Mimi, was geht? Willkommen. Flashy, hallo. Pipo, Clap für alle. Brauchst aber einen Chatbot beim nächsten Mal. Ja, das müssen wir mal, das muss ich alles immer einstellen. Aber hast du die anderen Streams nicht hochgeladen, oder? Doch, doch, doch. Wenn du auf meinen YouTube-Kanal gehst und dann auf Live, dann siehst du die anderen Streams. Du hast, also, ich habe sogar einen Stream aus 2020 sogar. Sind alle hochgeladen. Also sind alle noch verfügbar. Die werden halt automatisch nach dem Stream hochgeladen. Deswegen gibt es morgen auch direkt den nächsten YouTube-Stream, weil wir die Nintendo Direct uns morgen anschauen. Und dann wird es halt direkt auch hochgeladen. Besser überbelichtet als unterbelichtet. Aber es geht noch. Ich finde immer noch, bin ich sehr, also sehr... Das wäre jetzt unterbelichtet. Das ist halt... Und ich habe die Keylights auf der untersten Stufe an. Ist halt sehr alles... Ich kann da mal natürliches Licht reinlassen, aber ich weiß nicht, ob es besser macht. Oder ich muss die Kamera noch mal ein bisschen runterstellen. Oh, sorry, hab's nicht gesehen. Ey, kein Ding, dafür musst du dich nicht unter... Ja, Kiki ist da! Also knapp, Schule killt mich hart. Oh no, Kiki. Viel Erfolg noch, ich drück die Daumen. Es ist so verrückt. Guck mal, da ist auch der Max. Es ist einfach so verrückt wie... Also morgen auch. Morgen YouTube nur für die Direct in Dusseland, Annika. Und danach gehen wir auf Twitch. Dann halt, damit ich die Direct halt einfach nicht nochmal extra hochladen muss, die Reaction, sondern ist sie direkt auf YouTube verfügbar. Das erspart mir tatsächlich ein bisschen Arbeit und ist eigentlich auch ganz angenehm so. Aber danach machen wir auf Twitch weiter. Was ich sagen wollte, ist, es ist verrückt, wie lange man einige Leute einfach jetzt auch schon kennt. So Kiki, Max, alle anderen auch schon, aber die fallen mir gerade ein wegen Schule, weil Max einfach sein Abi jetzt auch hat. So, okay, dann schauen wir uns mal die Zustimmungsrate an. Kannst du nochmal genauer darauf eingehen, warum die Twitch-Szene auf dem Kopf steht? Ja, kann ich. Also, ich weiß halt nicht, wie wir sehr... Also die Leute, die von Twitch kommen, die kennen sich ja ein bisschen aus auf Twitch. Aber die Leute, die nichts mit Twitch am Hut haben, muss ich jetzt ein bisschen weit ausholen. Also auf Twitch gibt es ja so Abos, aber das ist nicht anders, also ist anders wie auf YouTube. Und zwar, wenn du dort abonnierst, kostet es Geld. Du kannst dort folgen, das ist kostenlos, wie ein Abo auf YouTube quasi. Die Abos kann man quasi mit Kanalmitgliedschaften hier auf YouTube vergleichen. Und die wurden halt auf... Damals schon reduziert die Preise, also die Streamer haben immer weniger Geld bekommen. Und der... Wenn du... Also 4 Euro kostet aktuell ein Abo auf Twitch, wenn du einen Streamer subst. Dann bekommt der Streamer theoretisch 50-50. Also 50% von diesen 2 Euro, 4 Euro bekommt Twitch und 50% bekomme ich. Das bedeutet 2 Euro, 2 Euro. Aber da gibt es auch Bearbeitungsgebühren und drum und dran. Das heißt, der Streamer bekommt eigentlich von diesen 4 Euro, die jemand ausgibt, um den Streamer zu supporten, bekommt man nur 1,50 ungefähr. Was halt echt wenig ist dafür, dass man sehr viel Zeit investiert. Manche Streamer streamen ja teilweise 7-8 Stunden am Tag. Ich meine, ich stream auch 4 Stunden. Ich habe eine Zeit lang fast daily gestreamt. Und man erarbeitet es ja eigentlich alles selbst. Die Plattform stellt natürlich so die Rahmenbedingungen, dass man streamen kann und alles. Und das ist auch mega gut. Deswegen mag ich Twitch auch, weil es ein bisschen besser als YouTube ist. Man hat mehr Möglichkeiten. Aber ja, jetzt hat Twitch halt angekündigt, dass sie diesen Share... Es gab halt auch... Es gab die Möglichkeit für Streamer, die halt so eine gewisse Anzahl an Subs haben, einen besseren Share zu bekommen, also 70-30 Split. Den hat man aber auf YouTube zum Beispiel direkt. Also, wenn ich Kanalmitgliedschaften hier anschalten würde, würde ich direkt, wenn jemand subbt, 70% davon bekommen und YouTube nur 30%, was halt echt korrekt ist. Und diesen 70-30 Share auf Twitch, den haben halt nur bestimmte Streamer bekommen, den haben die letztes Jahr komplett gecancelt, den konnte dann niemand mehr bekommen. Jetzt haben die wieder neu eingeführt, aber mit krassen Bedingungen, die fast niemand erreichen kann, außer irgendwie 2% der Streamer. Und alle fühlen sich halt aktuell ein bisschen ungerecht behandelt. Twitch bringt generell so ein paar Sachen, die haben auch so ein paar Maßnahmen, was Werbung angeht, also Sponsorships angeht,
gedroppt vor ein paar Wochen. Da waren auch viele Leute nicht so happy mit. Und es gibt halt, Twitch war halt lange Zeit ein Monopol. Es gab fast nur Twitch, die überhaupt als Streaming-Plattform in Frage kam. Dann kam YouTube Gaming, also YouTube Livestream irgendwann ein bisschen mehr. Ist aber immer noch nicht so ganz wie Twitch. Und jetzt gibt's gerade Kick. Kick ist irgendwie nochmal die, also die haben 1:1 Twitch als Webseite kopiert, den gleichen Quellcode genommen, nur die Farben geändert. Twitch ist ja eher so ein lila, Kick ist jetzt irgendwie so ein helles Grün. Aber die Seite ist auch ein bisschen skurril und fraglich und man weiß nicht, ob man darauf streamen will und so weiter. Aber deswegen ist gerade die ganze Streaming-Szene so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Angeblich wollen, ja, der größte Streamer von Twitch, XQC aus dem amerikanischen Raum, ist jetzt zu Kick gewechselt für 100 Millionen Euro, Dollar. 100 Millionen Dollar hat er bekommen, dafür, dass er auf einer anderen Plattform streamt. Stellt euch das mal vor. Wird so gemunkelt, dass viele andere Streamer sich aktuell auch umsehen, auf anderen Plattformen zu streamen. Und ich mache ja aktuell, also ich mache ja schon die ganze Zeit YouTube und YouTube ist auch schon immer mein zweites Stand, beziehungsweise eigentlich mein erstes Standbein neben Twitch gewesen. Ist halt die Frage für mich, ob ich mich auch mal umschaue, ob ich vielleicht meine Livestreams auch mal vielleicht auf YouTube ziehen würde, weil ich da direkt auch zum Beispiel mehr von einem Sub bekommen würde, von Kanalmitgliedschaften. Andererseits habe ich mir jetzt über 3 Jahre so eine Community auf Twitch aufgebaut und die will ich natürlich nicht einfach so verlieren. Ich weiß auch nicht, ob alle Leute mit auf YouTube wechseln würden. Das ist halt so, ja, man muss sich halt ausprobieren und deswegen haben wir heute mal einen kleinen YouTube-Stream gemacht, wie das so ankommt. Und man kann ja in der Zukunft schauen, wie man das weiterführt. Ich weiß, dass zum Beispiel Hübi, auch ein großer Nintendo-YouTuber, der hat vorher auch YouTube- und Twitch-Streams gleichzeitig gemacht. Der ist jetzt komplett auf Twitch gewechselt zum Beispiel. Also, er ist halt genau andersrum. Ich würde dir überall folgen. Vanessa, du bist die Beste. 100 Millionen könnte ich auch gebrauchen. Ja, würde ich auch nehmen. Oh, 100%. Zwar keine 100 Millionen, aber 100%. Yippie. Boah, Mimi, das ist jetzt schwierig zu erklären. Ich weiß nicht, ob du überhaupt OBS kennst. Kennst du OBS, Mimi? Frag mich wieder, wenn du über den Status der Genehmigung Bescheid wissen willst. Hä? Okay, warte mal, ich hätte das lesen müssen. Es gibt ja noch keine Neuigkeiten zu deiner Genehmigung. Das wird wohl noch mindestens einen Tag... Okay. Gut, dann müssen wir bis morgen warten, aber wenigstens haben wir jetzt die 100%. Wenigstens etwas. Hallo Chiara, was geht? Willkommen. Ich finde YouTube viel besser. Gefällt es dir mehr, Zellur? Könntest ja beides machen, also gleichzeitig oder funktionieren. Doch, das würde funktionieren, theoretisch. Also, es funktioniert nicht, dass ich beides auf beiden Plattformen gleichzeitig streame. Das ist nicht erlaubt von Twitch. Ich bin ja auf Twitch auch Partner. Und wenn man Partner ist, ich glaube, selbst wenn man Affiliate ist, muss man so ein paar Regeln einhalten. Aber es würde theoretisch funktionieren, dass ich quasi Montag und Dienstag auf Twitch streame und Donnerstag und Freitag, jetzt einfach mal irgendwelche Sachen gesagt, auf YouTube streame. Das würde theoretisch gehen. Aber ja, ist halt auch die Frage, ob das dann so Sinn macht. Hallo Stefan, was geht? Willkommen. Ich habe meine 100% in Emma Christian Leaf gerade erreicht. Affiliate ist egal. Vom Interface mag ich Twitch mehr, muss ich sagen, aber vielleicht ist Gewöhnungssache. Ja, deswegen ist halt Twitch auch immer noch so ein Monopol gewesen halt, weil es natürlich schon mehr Funktionen hat, auch gerade mit den Kanalpunkten. Also hier gibt es halt Super Chat und so, das habe ich alles nicht, ich habe ein paar Sachen noch nicht eingestellt, was man hier halt machen kann, ne? Aber ja. So, warte mal, wir schauen mal nach unseren Initiate Koi-Karpfen, Insektenfänger, oh. Und Fossil. Wie ist es denn? Das letzte Fossil. Ein Insekten muss ich noch fangen. Mir fehlen hier die Emotes und die Mod-Ansicht. Ja, für Mods fehlt die Mod-Ansicht. Das hatten wir auch schon mal. Ist das nicht übertrieben weit oben gerade? Das fliegt doch viel zu hoch, oder nicht? Also ist weggeflogen, nee. Da komme ich doch gar nicht dran!
check's nicht. Also das check ich gerade gar nicht. Es ist weggeflogen, oder? Halleluja, ich hab's. Fühl ich, Cutter. Emotes fehlen so sehr. Ja, Emotes könnte man halt durch YouTube-Kanalmitgliedschaften könnte man das halt einstellen. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde den Chat hier so unübersichtlich. Ja, er ist ein bisschen anders. I'm so cringe. Hi, was geht? Willkommen. Verstehe noch nicht, wie das alles funktioniert. Das macht man mit einer Bildmaske. Ein Filter. Bildmaske. Damit kann man das einstellen. Muss man die Form in einem Bildbearbeitungsprogramm machen. Ich glaube, die Form muss weiß innen drin sein und alles außenrum schwarz. Und dann kann man eine Bildmaske erstellen und dann hat man halt, kann man diese Facecam-Form machen quasi. Hitbox war damals auch so wie Twitch, war damals dort und aktiv beim Musician auf der Twitch gar nicht, obwohl ich dort einen Account habe, seit ich 12 bin. Ja, ich weiß, hattest du mal erzählt, als ich das Interview mit dir geführt habe. Ja, aber es hat sich dann nicht durchgesetzt. Existiert ja heute, glaube ich, nicht mehr, ne? Es gab ja auch noch Mixer von Facebook, aber es hat sich auch nicht rentiert. Ich war bei beiden dabei, finde nur irgendwie den Chat etwas unübersichtlich. Ich weiß nicht, ob du die Nachricht teilweise bewusst überliest. Nee, ich überlese hier tatsächlich echt nichts bewusst. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ihr halt alle nur graue Namen habt. Also, hallo Anna, was geht, willkommen. Die einzigen, die andere Namenfarben. Ich glaube, wenn man Kanalmitgliedschaft hat. Schon allein, weil die Namen, ja, true, weil alle die Namen die gleiche Farbe haben. Kanalmitgliedschaft hat man vielleicht eine andere Farbe. Kann man das vielleicht einstellen? Ich kenne mich selbst so nicht so ganz genau aus. Ja. Das finde ich bei YouTube voll nice, du kannst die Abo-Stufe. Ja, das ist halt echt cool. Man kann halt quasi so sagen, 99 Cent ist auch eine Abo-Stufe theoretisch. Dann irgendwie, man kann halt selbst die Subpreise quasi einstellen. Was eigentlich echt cool ist. Sind Nepp und Schlepp jetzt Tomnooks Kinder? Nein, das sind Tomnooks, upsi. Nicht mal Enkel, ich dachte immer Enkel. Oh, Alter, Ronaldo schon wieder heute, was ist denn? Nein! Oh, toll. Oder haben die miteinander geredet? Dein Auto ist cool. Jetzt habe ich wieder vergessen, worüber ich geredet habe. Animal Crossing hat mich abgelenkt. Hallo Martini Pini, was geht? Willkommen. Vivi, hallo, willkommen. Neffen. Nee, genau, darum ging es. Nee, die sind nicht mal Verwandte, sondern Nepp und Schlepp haben irgendwann Tomnook kennengelernt und die haben sich ihn als Vorbild einfach genommen. Die sind nicht mal verwandt. Also, das habe ich auch mal in einem Faktenvideo. Ich wusste es auch die ganze Zeit nicht, bis ich für mein Faktenvideo recherchiert habe. Ich dachte auch mal. Ich dachte auch immer, dass es so ist. Aber ich glaube, in Animal Crossing Let's Go to the City sagt Tomnook das. Falls euch das Video interessiert, schaut euch das gerne mal an. Aus irgendeinem Faktenvideo habe ich auch einen Beweis mit eingeblendet quasi. Ein Screenshot. Die Musik ist einfach wirklich Nostalgie, Martini Pini. Ich wünsche mir auch so sehr die Zeit nochmal zurück. Also ich würde nicht gerne permanent in dieser Zeit bleiben. Aber ich würde gerne nochmal so einen Tag in der Hochzeit von Animal Crossing New Leaf. Würde ich gerne nochmal verbringen. Es war schon sehr cool. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss unbedingt 20 Insekten fangen noch. Für diese Aufgabe. Ich bin weg heute. Viel Spaß noch, Katha. Danke, dass du da warst. Was machst du beruflich? Hallo, Emily. Willkommen. Ich habe bis Februar noch studiert. Ich habe meinen Master gemacht in Marketing und Vertrieb und habe jetzt, oh nein, da war ein Käfer, den ich hätte fangen können, habe jetzt geplant, ein Jahr lang Content Creation Vollzeit zu machen. Also davon lebe ich von YouTube und Twitch gerade. Und ist okay. Also, ich bin dankbar, dass ich das machen kann. Aber wir schauen mal, wie es dann in einem Jahr noch aussieht. Hallo, Hubifisch. Liebe Grüße aus dem Ruhrpott. Liebe Grüße aus Berlin zurück. Und ich liebe Bubble Tea. Ja, Bubble Tea ist toll. Also, wenn ihr häufiger streamt, muss ich über nachdenken, meinen Namen auf Twitch und YouTube gleich zu hören. Ja, Sek, was war. Sekunde. Was war denn jetzt dein Name? Ich habe das irgendwie verpasst. Scheinbar aus Versehen überlesen.
Für mich sind Nepp und Schlepp meine Kinder. Deine Kinder. Oh, cute. Einfach adoptiert. Ja, morgen ist auch ein interessanter Tag in New Leaf, weil der Blumenladen... Ey, warum ist das denn jetzt schon wieder... Hä, ist es, bin ich doof oder ist es... Es fliegt echt höher. Das kann man doch gerade gar nicht fangen. Also irgendwie ist das Insektenfangen auch ein bisschen anders geworden. Also... Nee, das geht gar nicht. Hallo Preiselbeere, heute mal auf YouTube. Yes, heute mal auf YouTube. Hallo, willkommen. Gott. Sophia. Ah, okay, ja. Ach so, wie war dein Termin heute Morgen dann? Du hast es gut aus dem Bett geschafft. Code King, danke schön auch, dass du da warst. Ich hoffe, es bleibt nicht dumm beim Jahr. Ach, Mika. Ja, würde ich natürlich auch hoffen. Ja, wir schauen mal, wie das Ganze so... Wie das Ganze sich noch weiterhin verläuft. Wie lebt man dann von YouTube? Durch die Werbung? Yes, durch die Werbung. Das ist halt entspannt, weil man nicht so... in einem krassen Abhängigkeitsverhältnis ist, wie auf Twitch, wo man darauf angewiesen ist, dass die Leute dir aktiv Geld geben, also dich aktiv abonnieren. Das ist halt bei YouTube nicht. Deswegen, Leute, ey, falls ihr Adblocker anhabt, tut den Gefallen allen YouTubern und macht den Adblocker aus. Ich weiß, Werbung ist nervig. Oder kauft euch YouTube Premium auf legale Art und Weise. Aber die ganzen YouTuber... Die stellen euch diesen Content ja quasi auch kostenlos zur Verfügung und entertainen euch kostenlos. Ich finde, das Mindeste, was man machen kann, ist da die Werbung zu schauen. Man muss ja nicht mal schauen, man kann sie auch skippen. Wobei schauen sogar mehr Geld gibt tatsächlich, aber man kann sie auch skippen. Einfach keinen Adblocker drin haben. Oder YouTube Premium kaufen, das geht natürlich auch. Hallo STKS, was geht? Willkommen auch an dich. Wäre sehr gut, Autofahrt war nur nervig. Okay. Aber freut mich, dass alles geklappt hat. So. Ich fange hier gerade nur Leuchtkäfer für meine Initiative. Für meine Aufgabe. Und dann müssen wir nochmal gucken, ob ich irgendwas machen muss, um die nächsten Läden auch freizuschalten. Du hast es verdient, Emily. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Guck mal, schon wieder neu gespawnt hier. Lass uns quatschen. Sui, sui. Ich kann es aber noch nicht aussprechen. Hallo King Louis. Was geht? Also ich bin sehr verwirrt von diesen Insekten. Man sieht ja... Ah, okay. Die sind doch nicht zu hoch. Man sieht ja auf dem Boden, wo die sind. Okay, ich verstehe es jetzt wieder. Ich habe bis jetzt keine Werbung bekommen. Ach echt? Krass. Weil, hast du YouTube Premium? Weil dann solltest du auch keine Werbung bekommen, I guess. Und ich glaube, wenn man halt, man kann halt auch Kanalmitgliedschaften anlassen. Immer schön die Werbung durchlaufen lassen. Wenn man Kanalmitgliedschaften anmacht, dann kriegt man, glaube ich, auch keine Werbung. Glaube ich zumindest. Ups. Wir machen heute Song Battle mit deutschen Songs. Ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher, wie das mit... Also ich habe auf Twitch, kann ich ja meinen VOD muten, dass man die Songs nicht hört. Ich weiß nicht, wie das auf YouTube ist. Ich weiß, dass Hübi auch ein paar Song Battles gemacht hat und daraus auch Videos macht, aber ich weiß nicht genau, wie er das mit Copyright-mäßig macht. Wer hört deutsche Songs? Das ist die wichtigere Frage, true. Ich habe tatsächlich auch keine Werbung ohne Premium. Habt ihr Adblocker an, ihr Klein? Braucht man zum Aufnehmen bei OBS noch irgendwas außer halt OBS? Wenn du deine Switch abcapturen willst, brauchst du eine Capture Card. Wenn du dein 3DS abcapturen willst, brauchst du eine Capture Card für den 3DS. Oh, warte mal, hier war doch irgendwo ein Frosch. Ich hab's doch gerade gehört. Unser Ziel ist es natürlich auch, alle Insekten zu fangen. Da freue ich mich halt auch wieder auf ein neues Animal Crossing, weil das einfach so viel neue
Man ist halt so hyped auf jeden neuen Monat, wenn man neue Insekten fangen kann. Das ist halt einfach nochmal... Die Anfangszeit von Animal Crossing ist immer nochmal ein anderes Level. Hallöchen, A10 heißt LOL, willkommen. Gibt auch billigere Capture Cards für 10 bis 15 Euro und die reichen. Ja, aber ich habe ja gar nicht gesagt, wie teuer eine Capture Card gerade ist. Nur gesagt, man braucht eine Capture Card. Aber ja, ich habe eine teure Capture Card zum Beispiel. That's true, die braucht man nicht unbedingt. Aber für ein 3DS muss man leider... Soweit ich weiß... Wenn man für ein 3DS abcapturen will, muss man schon Geld investieren. Für die Switch und Co. reichen theoretisch so auf Amazon 15 Euro. Aber ich habe die noch nie genutzt. Ich weiß nicht, wie die Qualität da ist. Wie die Farbabgabe ist. Ich glaube, dass das... funktioniert. Aber ich glaube und bin überzeugt, dass... die teuren Capture Cards da aber nochmal einen besseren Job leisten. Aber hallo Mabel Fox, hallo Oman, Casey, willkommen Modana. Wird er schon online bleiben? Yes, wird er. Schuldig im Sinne von spulen. Aber seid mal ehrlich, wenn jetzt ein neues Animal Crossing rauskommt, würdet ihr spulen? Oder würdet ihr es jeden Tag Stück für Stück spielen? Auf entspannt. Hand aufs Herz. Christina, ich bin zu spät, aber ich bin noch online. Hallo, willkommen. Hab selber eine, ich finde sie für den Preis schon recht gut. Solange sie funktioniert und das tut, was sie tut, ist das ja auch echt in Ordnung. So wie bei New Horizons, wie hast du es bei New Horizons? Du hast gespult bei New Horizons, oder? Nope, nicht mehr spulen. Bin seit 2020 dabei und nein, nicht spulen. Jeden Tag entspannt. Jeden Tag spielen. Ich spule nie, muss ich sagen. Jeden Tag, wenn viel zu tun ist. Ja, ist es am Anfang. Guck mal, allein jetzt hier spiele ich schon seit eine Stunde oder fast zwei Stunden, eineinhalb Stunden vielleicht. Und ich habe noch so viel zu tun. Also gefühlt, ich könnte noch die ganzen Blumen irgendwie umpflanzen. Mal dann mit meinen Bewohnern reden, noch ein paar Muscheln verkaufen. Also ich habe noch viel zu tun, so. So ist es nicht. Das Ding ist halt, ich bin eigentlich auch, ich will auch nicht spulen. Das Problem, was ich halt, wo ich Angst habe halt, ich habe damals ja auch nicht gespult, ganz am Anfang. Aber ich erstelle ja Guides zu Animal Crossing. Und manchmal muss man halt, wenn jetzt zum Beispiel ein Feiertag ist, muss man halt an dem Tag auch einen Guide parat haben, weil... am nächsten Tag interessiert halt auch niemanden mehr. Und dann gibt es natürlich auch andere Leute, die noch Guides machen. Und man will ja natürlich auch relevant bleiben. Und dann ist man irgendwie gezwungen zu spulen. Perfekt, Moritz. Ich werde wahrscheinlich niemanden mehr treffen. Weil mein 3DS auch gar nicht funktioniert, wenn es nicht am Ladekabel ist. Aber ich könnte mich mit Streetpass verbinden. Von meinen anderen 3DS sind. Als Creator ist es was anderes. Ich glaube, ich würde es wieder so machen. Okay, scheiße. Dann müsste ich wieder zwei... Also wenn es wieder so wie in Animal Crossing New Horizons ist, dass du zwei Switches brauchst, um zwei Inseln zu haben, müsste ich halt direkt zwei neue Konsolen kaufen. Und dann würde ich halt auf der einen Konsole ganz gediegen mit euch im Stream jeden Tag Stück für Stück spielen. Und die andere Konsole würde ich dann wieder benutzen für Spulen. Also für Guides erstellen oder sowas. So habe ich das damals tatsächlich auch gemacht. Nie mehr spulen. So bleibt der Spielspaß auch viel länger. Stück für Stück will keine Zeit mehr spulen, ja. 3DS-Streams spielen ist am besten emuliert am PC. Ansonsten muss man 3DS-Hard-Mod machen. True, man kann auch emulieren. Das stimmt, Mistress. Das vergesse ich immer. Dadurch, dass ich halt meine Capture-Card habe, denke ich darüber nie richtig nach. Gib deine Views aber noch nie, wenn du live warst, dabei. Guck mal, jetzt bist du es aber, Christina. Und Rap-Bubsy, hallo, willkommen. Sind die Inseln, wo man andere antreffen kann? Ja, und ich denke, ich werde sie morgen... Also ich weiß nicht, ob ich morgen direkt schon die Online-Insel freischalte, aber morgen werde ich hoffentlich den Steg freischalten. Ich habe natürlich jetzt ein komplett leeres hier. Leeres ADHS-Dorf. Ich weiß noch... Das hat mich auch bis heute noch geprägt, warum ich auch so vorsichtig mich manchmal ausdrücke, was Animal Crossing angeht. Als ich Animal Crossing New Leaf damals gespielt habe,
war ich halt auf der Gamescom und habe richtig viele neue Häuser gehabt. Und hab dann halt so gesagt, okay, das Haus ist jetzt ein bisschen langweilig, weil es einfach nur mit einer Möbelserie eingerichtet war. Ich fand halt damals immer schon kreativer, wenn man verschiedene Items genommen hat und daraus irgendwas Bestimmtes erstellt hat, als einfach jetzt nur eine Möbelserie in sein Haus zu klatschen. Ich habe das früher auch gemacht, aber ist halt einfach ein bisschen langweilig so. Ist ja nicht mal negativ gemeint, aber ja, dann haben mich Leute richtig gehatet unter dem Video und meinten, wie eingebildet du bist. Frechheit, dass du das über andere Häuser sagst. Dein Haus ist auch nicht besser, du bist so eingebildet. Und seitdem bin ich immer ultra vorsichtig, wenn ich was zu anderen Spielern kommentiere. Das hat mich echt hart geprägt. Unsympathisch, eingebildet. Ja, aber da eh keine Leute hier sind, kann ich eh nichts kommentieren. Wir lieben das Internet. Kann man sich Animal Crossing New Leaf noch kaufen? Ja klar, du brauchst halt ein 3DS. Also wenn du es dir kaufen willst, brauchst du ein 3DS. Spielst du Pokémon? Habe ich ja. Spielt ihr aber gerade nicht aktiv. Die Online-Inseln gibt es noch. Das war eine Fehlinformation von Stefan, dass die Online-Insel nicht mehr gibt. Ich spule zwar, aber so, dass ich jeden Tag spiele, aber ich spiele dann immer 3 Tage hintereinander. Ja, also ich würde das, glaube ich, beim neuen Animal Crossing auf jeden Fall nicht so machen. Der Spielspaß bleibt einfach viel länger erhalten, wenn man jeden Tag so ein bisschen was macht. Und das halt auch einfach für sich entdeckt. Wir können auch nochmal ins Museum reingehen. Weil das Museum einfach komplett anders aussieht als das Museum in Animal Crossing New Horizons. Ich finde es mega, dass man für online auf dem 3DS nicht zahlen muss. True. Ja, irgendwann musst du halt Nintendo mitziehen, ne? Alle anderen Dienste, Xbox, PlayStation verlangen das ja quasi. Oh mein Gott, das Museum ist so lieblos eigentlich. Im Gegensatz zum Museum in New Horizons. Aber es ist halt nicht so riesig wie New Horizons, ne? In New Horizons musst du immer richtig viel rumlaufen. Ich habe schon einige. Ich brauche noch ein Fossil, aber ich finde es nicht. Also jeden Tag 5 Fossilien. Schon richtig viel. Stefan wieder. Hallo Ryan. Nee, ich spiele auf dem DS tatsächlich. Ich habe eine Capture-Karte noch von damals eingebaut. Ich habe ja Animal Crossing New Leaf Content gemacht. Ich finde, bei New Leaf kann man nicht so gut frei... Ja, bei New Leaf kann man generell nicht so gut frei einrichten, aber es gab ein paar Leute, die das gemacht haben und da war ich halt umso mehr begeistert. Also New Leaf hat ja auch die ganzen Möbelserien, ist es quasi dazu gedacht, auch dass man sich einfach eine Möbelserie ins Haus klatscht, so. Ups, aber es ist möglich, schön, also was heißt schön, frei einzurichten, wenn wir es so nennen. Also nicht nur eine Möbelserie reinzustellen. Ruben, hallo, was geht? Willkommen. Spielst du noch Shiny Reef? Ja, habe ich in letzter Zeit eigentlich oft gemacht. Das Insektending war auch ganz anders. Songbattle heute. Kaito, ich habe doch schon gesagt, ich kann nicht. Guck mal, du schlägst das vor, aber hörst mir nicht zu. Wegen Copyright Claims geht es nicht hier auf YouTube. Ja, ich höre doch. Ja, dann musst du aber verstehen, aber ich will nicht hören. Okay, ja, das ist ja wieder was anderes. Bei Animal Crossing New Leaf kann man keine Möbel draußen aufstellen, ja, aber das ist auch so eine Umgewöhnung. Einfach diese hässliche Blume hier, wenn du eine schlechte Umwelt hast. Und einfach diese Fake-Tapete im Hintergrund. Perfekt. Hallo, Phaser, hör auf, den Chat zu fronten. Okay, hier ist eine Mücke. Perfekt. Büsche kann man aber pflanzen. Sehen die Büsche wirklich so komisch aus oder sehen die nur im Museum so komisch aus? Ich habe meinen Stadtnamen Minitown genannt. Die sehen so ultra komisch aus, die Büsche. Ich glaube, die sehen nur im Museum so komisch aus. Ja, ich weiß nicht, ob ich eine gute Anlaufstelle bin für einen guten Stadtnamen. Wer ist dein Lieblingscharakter? Also von den NPCs? Ich glaube, Euphemia. Die sehen wirklich so aus. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Damals war es schon richtig cool, dass man überhaupt Büsche aufstellen konnte. Okay, ich glaube, Fische habe ich eigentlich noch nicht so viele gespendet. Aber es ist schon ein Riesenunterschied vom Museum, von Animal Crossing New Leaf zu Animal Crossing New Horizons. Kommt Gulliver eigentlich noch? Jeden Tag bei Animal Crossing New Horizons? Wie meinst du jeden Tag? Ab und zu.
Was bitte heißt auf lock, auf locker? Auf locker. Din, 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 din. Auf lock so goofy, Mann. Man kann die Büsche nicht umpflanzen. Oh, true, man kann die Büsche nicht umpflanzen. Ich muss mich erstmal. Ich habe irgendwann auch eine Blume kaputt gemacht, weil ich sie umpflanzen wollte. Weil ich sie ausgraben wollte, aber ich habe sie dadurch dann kaputt gemacht. Man muss sich an so viel Zeug wieder umgewöhnen. Puh. Hier stört sich auch gerade die Hitze auf, Leute. Okay. Wir fangen noch die Insekten und wir suchen jetzt noch das letzte Fossil. I got this. Es gibt jeweils 3 Coupons. Okay, 2 Insekten. Easy. Easy, easy. Und dann lass mich nochmal kurz schauen, wann ich die nächsten Läden freischalte. Gebäude, Gebäude, Gebäude. Wann schalten wir Club Kalauer frei? Wohne 13 Tage in einem Dorf, warte 10 Tage, nachdem du dein erstes Dorfobjekt gebaut hast. Okay, dann müssen wir unbedingt Nepp und Schlepp erweitern ihren Laden. Wann erweitern Nepp und Schlepp ihren Laden auch? Warte mal. »10.000 Sternis Hausgetriebs müssen abgezahlt werden und muss 12.000 Sternis bei Nepp und Schlepp ausgegeben haben oder 7 Items gekauft haben. Man muss mindestens 7 Tage im Dorf gelebt haben.« Dann würde ich mal sagen, auf Lock. Auf Lock kaufen wir jetzt noch ein paar Sachen hier ein. Ich habe ja jetzt Geld. Der Royalspiegel. So teuer. Aber morgen soll ich ja auch die Insel bekommen, dann habe ich endlich auch Sternis. Sieben Sachen gekauft haben. Komm, wir kaufen günstige Sachen. Briefpapier. Glückskekse. Ah, lol. Spielmünzen. Das gab's ja auch noch. Okay, und 7 Tage im Dorf gewohnt haben wir auch noch nicht, glaube ich. Wenn Freundschaft kommt, wahre Freundschaft kommt manchmal unerwartet. Dieb. Glückszettel abgeben. Vermisst du Shiny Reef? Ey, ich spiele noch regelmäßig eigentlich auf Shiny Reef. Also die letzten Male, wenn wir Animal Crossing New Horizons auf Twitch gestreamt haben, war ich immer auf Shiny Reef. Yes, yes. Ein Yoshi-Ei. Perfekt. Okay, vielleicht kaufe ich doch noch die Fernostpuppe. Boah, aber andererseits mein schön erarbeitetes Geld. Nein. Ich will sie nicht haben. Meine erste Werbung! Yippie! Bro, ich raste gleich aus. Warum? Was ist los? Ach so. Ja, Leute. Also, ich habe euch eben gerade gelobt, der Chat. Ein Lob nochmal an euch. Ich finde, ihr seid echt sehr angenehm unterwegs. Der Grund, warum ich auch Twitch mehr mag, ist halt, dass die Chat-Atmosphäre da meistens ein bisschen entspannter ist. Aber ich muss sagen, heute auf YouTube könnt uns alle auf die Schulter klopfen. War es eigentlich bisher ganz angenehm. Wichtig, um eine angenehme Chat-Atmosphäre zu schaffen, ist, dass ihr keine Fragen reinspammt. Wenn ich mal eure Frage überlese, es kann passieren, mache ich nicht extra. Könnt ihr gerne eure Frage nach einer Zeit nochmal reinstellen, das ist kein Problem. Aber hört auch drauf, was andere Leute sagen, vielleicht beantworten Leute im Chat schon direkt eure Frage. Das ist ja hier ein Stream mit allen zusammen. Es dreht sich nicht nur, ich rede mit euch, sondern ihr könnt ja untereinander auch reden und miteinander kommunizieren. Und wenn man da Fragen beantworten kann, hilft mir das natürlich umso mehr, damit ich sie nicht noch beantworten muss, falls ich auch mal Sachen überlese. Deswegen achtet darauf, ob Leute vielleicht eure Frage schon beantwortet haben. Und wenn ich eure Frage überlesen habe, könnt ihr gerne nach einer Zeit nochmal senden, aber achtet darauf, dass ihr den Chat nicht mit eurer Frage zuspammt. Und natürlich mit allen respektvoll umgehen, einen freundlichen Ton wahren
Und das haben wir bis heute, also heute eigentlich echt gut gemacht. Und ich bin echt stolz drauf. Auf uns alle. Bisher. Lass mich das auf jeden Fall nicht zurücknehmen. Meine Worte, das Lob. Hallo Lucy und Ruben, was geht? Willkommen. Coda, Inking, hallo, was geht? Willkommen auch zurück. Zurück an dich. Die cozy schmozy Minity, wie sie leibt und lebt. Oh yeah. So is es. Okay, ich bringe die beiden Sachen mal kurz in den Schrank. Fumi, hey, nicht frech werden, okay? Respektvollen Umgang, habe ich gesagt. Also bitte. Wer bist du, Tofumi? Dass du es wagst. Was sind eure Lieblingsbewohner? Das ist die Frage wahrscheinlich an den Chat gestellt, ne? Du hast gejinxt, musst du direkt einen Kommentar löschen. Oh, Mist. Aber ja, okay, Lob, auch Mods loben, ne? Mods loben natürlich, dass sie so schön auf den Chat auch aufpassen. Und mir da helfen. Okay, ein letztes Fossil müssen wir finden. Wo hat es sich versteckt, das letzte Fossil? Ich suche jetzt alles ab. Das kann doch nicht sein. Oder gibt es nur 4 Fossilien am Tag? Und ich habe gar nicht die Möglichkeit. Hier ist eine Mücke, die mich nervt. Sieht so aus, als... Pia will noch was. Als würde ich es nicht finden. Aber sicher, was willst du sagen, was ich sagen soll? Schätzchen. Ach komm. Wir machen hier auch Slay. Wenn sie Schätzchen sagt, dann passt das. Slay, Slay. Vielleicht so direkt hinterm Gebäude. Das kann natürlich auch sein. Müssen wir schauen, ne? Okay, so können wir gucken. Das ist natürlich fies, wenn es direkt hinterm Gebäude ist. Es könnte halt auch direkt so hinter Bäumen sein. Die ist natürlich eine fiese Sache. Aber es gibt jeden Tag 5, weiß es jemand? Moderatoren sind Mods, genau. Genau. Also es sind die Leute, die quasi den Chat moderieren und mal Sachen löschen. Falls mal gespammt wird oder wenn man beleidigend wird oder so. Was ja zum Glück nicht oft vorkommt. Okay. Also manchmal checke ich doch noch nicht so ganz, wie man diese Leuchtkäfer fängt, aber wird schon. Okay, ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass es hier auf dieser Insel kein Loch mehr gab. Es gibt 6 Fossilien täglich. Ich glaube, jeden Tag 5. Hallo Flashy, was geht? Willkommen. Lilly, wird die Stadt jetzt, wird der Stream gespeichert? Ja, der Stream wird gespeichert. Das ist die neue New Leaf Stadt, in der wir jetzt quasi dieses Let's Play machen. Das werde ich auch nochmal auf YouTube aber hochladen. Geschnitten dann halt. Also jeden Tag von dem Let's Play in einer zusammengefassten Version. Zusammengeschnibbelt. Ich mag den Chat. Ich mag ihn heute auch sehr. Kann länger dabei sein morgen. Die ersten beiden Stunden sind frei. Morgen wird es gar nicht so spät hier auf YouTube. Morgen streamen wir 16 Uhr auf YouTube, um die Nintendo Direct zu restreamen quasi.
Und dann gehen wir auf Twitch wieder. Komisch. Ich finde das letzte Loch nicht. Ich habe eigentlich jetzt wirklich auch hinter allen Gebäuden geschaut. Hä? Es ist einfach nicht da. Toll. Ich hatte dich beim Blackpink-Konzert gesehen. Du hast dich gesehen? Wirklich? Warst du auf der Tribüne? Also es kann ja nicht am Strand vergraben sein. Ich habe hinter den Häusern auch geguckt da oben, ne? Sad. Ich krieg gleich Kopfschmerzen, so oft wie ich meine Kamera nach oben gedrückt habe jetzt. Ach Mann, oder können wir die eine Couponaufgabe nicht abschließen, aber naja, das ist okay. Auf YouTube sind auch mal die Leute dabei, die nicht auf Twitch sind. Finde ich auch noch schön für alle, die mir nur schon auf YouTube schauen. Ja, das ist echt, echt wahr. Und Bean, dankeschön. Hallo, willkommen nochmal an dich. Marc, Blackpink seit deinem Vlog. Ach, du hast sie erst durch meinen Vlog kennengelernt. Blackpink Beste. Ich mag sie auch sehr gerne. Aber, also ich muss sagen, ich habe früher mehr K-Pop gehört. Ich mag halt Blackpink immer noch sehr gerne. Ich mag auch noch andere Gruppen. Aber ich bin gar nicht mehr so krass im K-Pop-Game drin. Mein Bias ist Jennie gewesen. Also ist immer noch eigentlich. Aber ich mag alle eigentlich. Also ich finde alle toll. So, dann verkaufen wir aber noch mal ein paar Muscheln. Bisschen mehr Kapital. Beim Blackpink-Konzert war es so cool. Ja, ich war so sad, dass ich mein Lieblingslied verpasst habe. Das war doch... Das war da doch, oder? Bin ich dumm? Also das Fossil. Wo? Wo ist da bei dir gewesen? Mir gefällt Dreamcatcher. Von denen habe ich auch mal was gehört. Aber, woher kommt dann die Info von 5 Fossilen? Das weiß ich auch gerade nicht. Also, das Ding ist, ich muss halt... Ah, bis Montag früh. Ich muss es ja gar nicht heute machen. Der Koi-Karpfen bis morgen früh. Also, ich habe noch Zeit mit den 5 Fossilien. Okay, dann brauche ich auch gar nicht stressen. Ja, okay. Dann kann es sein, dass echt nur 4 Fossilien. 5 Fossilien vielleicht oder 6 Fossilien in Animal Crossing New Horizons. Was bedeutet eigentlich XD? XD ist ein Smiley. Ein lachender Smiley quasi. Wie kommst du auf so Sternis beim Spiel Animal Crossing Leaf? Welcome. Wie kommst du an so viele Sternis? Findest du, ich habe viele Sternis? Ich habe die mir hart erarbeitet, indem ich Insekten gefangen habe, indem ich geangelt habe und Früchte verkauft habe. Aber das wahre Geld, das kommt eigentlich erst, wenn wir die Insel haben und da Insekten fangen können. Alter Louis! Lass den armen Tofu in Ruhe! Guck mal, das meine ich. Du kannst es ja gerne einmal schreiben, aber wenn dann keine Reaktion kommt, dann nicht die Leute zwingen, so. Nichts erzwingen. Machen nur Ü25 mich eingeschlossen, ja, same. Same hier. XD habe ich früher, ich benutze XD aber eigentlich nur noch ironisch. Für mich ist es so ein
ironisches Emote oder ironischen Smile, den ich eigentlich nur noch benutze. Hallo Steffi! Willkommen. X Augen, D Mund. Das hast du perfekt beschrieben, A10H. Ist lol. Ja, Sophie, ich habe mir das hart erarbeitet, natürlich. Hallo? Schön die Insekten verkauft. Guck mal, ich habe jetzt sogar fast 10.000 wieder zusammen. Bin ich schon ein bisschen stolz auf mich. Na gut. Ich würde sagen, wir haben für heute alles geschafft oder gemacht, was man heute in Animal Crossing New Leaf machen kann. Guck mal, ich habe jetzt 1,5 Stunden gespielt auf entspannt. Oh mein Gott. Ein Himmelsfalter. Oh, die geben Geld. Die geben jetzt Geld, aber ich glaube, die spawnen eigentlich eher, wenn man Fische, wenn man Büsche hat, ne? Die geben 3.000, wenn ich mich noch richtig erinnere. Das habe ich mir natürlich gemerkt, aber vielleicht ist es auch nicht richtig in Erinnerung. Ist auch eine Motte, sehe ich gerade. Oh. Aber das Ganze muss ich natürlich noch spenden. Hallo Selita! Wow, seit wann YouTube live? Seit heute mal wieder. Nach langer Zeit haben wir es heute mal wieder ausprobiert. So, ich spende die beiden schnell noch. Ja. Magst du Animal Crossing New Leaf oder Animal Crossing New Horizons mehr? Oh, das ist so schwierig. Weil, beide Spiele haben einen sehr besonderen Platz in meinem Herzen. Mit Animal Crossing New Leaf habe ich überhaupt angefangen, erstmal überhaupt was im Internet zu erstellen, mit meiner Seite und allem drum und dran. Mit Animal Crossing New Horizons habe ich aber meine Community eigentlich richtig aufgebaut und auch viele tolle Leute dadurch kennengelernt. Und beides waren sehr schöne Zeiten oder sind sehr schöne Zeiten in meinem Herzen. So, ich kann gar nicht sagen, was ich besser finde. Und ich muss sagen, mir macht es gerade auch echt Spaß, Animal Crossing New Leaf zu spielen. Auch wenn es irgendwie doch sehr viel fehlt, hat es mir jetzt diese 1,5 Stunden, die ich gespielt habe, sehr viel Spaß gemacht. Ja, Pixie, ich weiß, was du meinst. Deswegen ist ja auch immer dieses Ding, dass ich gesagt habe, es gibt hier, ich muss sagen, ich finde heute, ich bin echt froh. Es ist eher noch entspannter als zu Hochzeiten von Animal Crossing New Horizons. Da war der Chat 1000-mal anstrengender, aber da war selbst der Chat auf Twitch anstrengend, sind wir mal ehrlich. Ich finde, auf Twitch sind halt einfach so, man hat so ein bisschen mehr diese Chat-Etikette mit drin, so was ich gesagt habe, dass man niemanden auf die Pelle rückt, dass man keine Sachen in den Chat spammt, dass man respektvoll miteinander umgeht, dass man ja, auf die Moderatoren auch ein bisschen hört und so. Und wir kennen uns natürlich auch alle, wir sind so eine eingeschworene, also wir heißen jeden neue Person willkommen in unserer Community, aber wir sind natürlich auch eine Community, die zusammenhält, so das würde ich sagen, haben wir auf YouTube noch nicht so ganz, weil ich noch nicht so oft auf YouTube gestreamt habe. Außer die Leute, die man halt auch von Twitch kennt, obviously. Aber ich muss sagen, heute war ich echt begeistert. Also, wie gesagt, ich finde es gar nicht so schlecht. Was ich auch noch nicht mag, ist halt, dass der Chat ein bisschen unübersichtlich ist. Ihr habt alle die gleiche Farbe. Ist ein bisschen schwierig, manchmal das so auseinanderzuhalten. Ich finde es immer noch lustig, wie die Arme hochgehen, wenn dein Charakter rennt. Wenn ich eine Hose anziehen würde, dann wäre das nicht so. Aber ja, true, es ist einfach so eine komplett andere Laufensart. Okay. Midsommar ist morgen, das spielen wir morgen auf Twitch. Und 15. Juli ist das Angelturnier. Hallo Tofumi, wirbst du hier die Leute ab oder was? Ich freue mich jetzt die ganze Zeit, dass ich endlich dabei war. Ja, morgen, ihr Lieben, gibt's wieder einen kleinen YouTube-Stream. Um 16 Uhr werden wir die Nintendo Direct zusammen hier streamen. Also uns anschauen und zusammen darauf reagieren, eure Meinungen austauschen. Und danach geht's aber auf YouTube. Ich bin verwirrt. Also morgen 16 Uhr YouTube und dann nach, die Direct geht ja so eine Stunde, 40 Minuten, geht's auf, also ab 17 Uhr geht's dann auf Twitch weiter. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Morgen auf Twitch spielen wir auf jeden Fall auch ein bisschen Animal Crossing New Leaf. Wir machen unsere Daily Sachen, schauen, was es noch so gibt. Und Dann machen wir noch ein bisschen Just Chatting morgen. Machen vielleicht ein bisschen Reacts, reden ein bisschen miteinander. Das ist der Plan für morgen. Und Donnerstag ist dann die Bruch-Challenge auf Twitch, wo wir viele Nintendo-Spiele in einem Stream quasi
uns eine Challenge setzen. In Animal Crossing New Horizons muss ich 100 Fische hintereinander fangen, ohne zu verkacken. In Mario Kart muss ich 12 Mal gewinnen. Wir machen, glaube ich, 2 Fall Guys Wins. Ich glaube, das wird das Schwierigste. Splatoon machen wir vielleicht mal 3 Wins oder so. Ja, müssen wir uns nochmal ganz genau überlegen. Danke, dass ihr da wart. Guna, Bimo, ihr Lieben. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Danke, dass ihr da wart und danke für den Support. Bye, bye. Ich habe noch einen kleinen Ending-Screen für euch. Genießt noch ein bisschen die Animal Crossing-Musik.